Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen als verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hier im Sitzungssaal unserer Fraktion im Deutschen Reichstag. Und ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zu unserem Fachgespräch. Eine europäische Verteidigungsunion, Sicherheitspolitik als integrierender Faktor. Und es freut mich, dass Sie heute so zahlreich hier erschienen sind. Und ich freue mich auch, dass die Veranstaltung bei der Presse einen so hohen Stellenwert hat. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, wann passt eine solche Veranstaltung. Und sie passt deswegen gut, weil die EU-Kommission am 7. Juni ein Reflexionspapier zur Verteidigungsunion vorgelegt hat. Dies ist Grundlage der Beratung des Europäischen Rates morgen und übermorgen und soll konkrete Impulse geben. Doch denken wir an diesem Tag auch an einen großen Europäer, an unseren ehemaligen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, der in der vergangenen Woche von uns gegangen ist und der sein ganzes politisches Leben dem Frieden in Europa gewidmet hat. Und diese Idee, dieses Bemühen, diese Motivation, dieser Geist unseres früheren auch CDU-Bundesvorsitzenden wird auch diese Konferenz prägen. Ein Fachgespräch ohne ihn, ohne sein Wirken wäre so nicht möglich gewesen. Und dies ist für uns auch Verantwortung und Ansporn, die Einigung Europas weiter voranzutreiben. Gerade in Zeiten, wo zentrifugale Kräfte wirken, ist es wichtig, dass wir an die Wurzeln denken und das Gemeinsame voranbringen. Deswegen freue ich mich ganz besonders auch, dass wir unseren stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion jetzt bitten dürfen, die Einführung zu übernehmen und die Begrüßung, den ehemaligen Bundesminister der Verteidigung, Dr. Franz Josef Jung. Herzlichen Dank, lieber Franz Josef, für deine Bereitschaft für diesen Kongress, für die Unterstützung der Fraktion. Und ich bitte dich nun, die Begrüßung zu übernehmen. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Besten Dank, lieber Kollege Henning Otte, liebe Frau Ministerin, liebe Ursula von der Leyen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass ich Sie in so großer Zahl hier in unserem Fraktionssitzungssaal namens der CDU-CSU-Fraktion zu diesem Fachgespräch begrüßen darf. Meine Damen und Herren, zu Recht hat Henning Otte eben an unseren großen europäischen und deutschen Staatsmann Helmut Kohl erinnert, der auch immer ein besonderes Engagement für unsere Bundeswehr, aber auch für die Verteidigungspolitik an den Tag gelegt hat. Aber wenn ich heute zum Thema europäische Verteidigungsunion einleite, dann will ich an einen Satz Konrad Adenauers erinnern, der mal formuliert hat, die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für viele, aber sie ist eine Notwendigkeit für uns alle. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das gilt aus meiner Sicht auch für die europäische Verteidigungspolitik. Wir stehen sicherheitspolitisch, gerade auch an den Grenzen Europas, vor großen Herausforderungen. Ich will nur schlagwortartig daran erinnern, dass die europäische Friedensordnung durch die rechtswidrige Annexion der Krim von Seiten Russlands verletzt worden ist, dass wir unmittelbar in Syrien eine kriegerische Auseinandersetzung haben, wo 400.000 Menschen ihr Leben verloren haben, dass wir mit dem Staatszerfall in Libyen unmittelbar konfrontiert sind. Und ich glaube, bei aller Notwendigkeit, die die Schutzfunktion auch der NATO in Zukunft darstellen wird, müssen wir als Europäer einen deutlicheren Beitrag leisten. Wir müssen die europäische Verteidigungspolitik verstärken. Und das finde ich in Abstimmung mit der NATO. Ich kann das oft in den Diskussionen nicht so richtig verstehen. Ich erinnere mich, als wir in der NATO abgestimmt haben, dass es beispielsweise damals der Kongo-Einsatz klüger wäre, wenn wir das europäisch machen.
aber vielleicht darf ich das ruhig schildern. Damals hatten wir abgesprochen, ein Drittel der Soldaten stellt Frankreich, ein Drittel der Soldaten stellt Deutschland und ein Drittel Europa. Wer gedacht hat, dass Europa in der Lage gewesen wäre, das zusammenzustellen, der hatte sich damals geirrt. Letztlich blieb es bei uns hängen. Warum erzähle ich das? Weil ich, glaube ich, deutlich machen will, es hat sich schon ein bisschen was verändert, das ist auch wahr. Aber wie richtig und notwendig es ist, die Initiative beispielsweise von Deutschland und Frankreich zu unterstreichen, hier ein europäisches Hauptquartier einzurichten. Wir haben eine europäische Battlegroup, die innerhalb von 10 Tagen einsatzfähig sein soll, die bisher aber noch nie im Einsatz war und die auch jemand braucht, der im Grunde genommen das kommandiert. Und meine Damen und Herren, das könnte ich fortsetzen. Das geht bis zu dem Bereich, aus meiner Sicht, im Hinblick auf die Kooperation im Rüstungsbereich. Wissen Sie, wenn wir immer die Zahlen sagen, dass wir 200 Milliarden Euro ausgeben für Rüstung in Europa, dass wir aber nur 15% so effektiv sind wie die Amerikaner, dann kann man sich das nachvollziehen, wenn man sieht, wir haben 178 Waffensysteme, die Amerikaner haben 18. Ich weiß, dass es da auch etwas mit Interessen zu tun hat, aber ich glaube, dass wir dort zu einer besseren Kooperation kommen müssen in Europa, das glaube ich ist auch eine Notwendigkeit. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich das vielleicht auch noch unterstreichen. Wir haben zu Recht und wir sprechen zu Recht von der vernetzten Sicherheit in der NATO-Sprache des Comprehensive Approach. Aber Europa hat gerade im Hinblick auf die zivilen Komponenten eine zusätzliche Kompetenz. Und auch das ist in dem Zusammenhang, finde ich, zu unterstreichen und hervorzuheben. Deshalb glaube ich, müssen wir dort in Europa zu mehr Effektivität kommen. Wir werden, denke ich wenigstens, auch in Zukunft noch nationale Armeen haben, aber wir werden in Zukunft eine bessere Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten brauchen, um das Fundament für eine gemeinsame Verteidigungsunion hier zu legen. Und in diesem Sinne wünsche ich unserem Fachgespräch einen sehr guten Verlauf und übergebe jetzt das Wort an unsere Ministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Franz Josef Jung. Vielen Dank, lieber Henning Otte. Liebe Gäste aus den vielen verschiedenen Partnernationen, das ist ein toller Anblick hier im Saal. Natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages und meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Unser Europa stand ja eigentlich, wenn man die Jahrhunderte mal zurückschaut, für eine fast endlose Folge von Kriegen. Heute steht es für Frieden, steht für Demokratie, für Wohlstand, auch durch Frieden und Demokratie. Und wir sehen, dass in der Europäischen Union sich fast alle Nationen Europas zusammengetan haben, weil sie verstanden haben, dass gemeinsam sich die großen Probleme dieser Welt besser angehen lassen, besser lösen können, als es je ein Land alleine könnte. Und wir haben innerhalb der Europäischen Union auch sichtbare Beispiele dafür. Der europäische gemeinsame Markt. Fantastisch, was für Möglichkeiten er uns gegeben hat. Wir nehmen ihn so selbstverständlich hin. Aber wir spüren jetzt auch durch die Brexit-Verhandlungen, was für ein großer Vorteil er für uns alle ist. Die sogenannte Freizügigkeit Europas in der Europäischen Union. Und ich finde, das muss man sich immer wieder noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Waren, aber auch vor allen Dingen Menschen, die grenzenlos in Europa handeln können, wandeln können, studieren, arbeiten, Touristen sein können. Wo auf der Welt gibt es das noch mal? Der Schengen-Raum, der richtig den Gedanken der gemeinsamen Sicherheit aufnimmt, noch deutlich besser werden muss. Oder auch unser gemeinsamer Euroraum. Sie alle stehen für diese gemeinsame Kraft unseres europäischen Kontinents in der Europäischen Union. Wie Sie wissen, habe ich einige Ministerämter vor diesem gehabt, kenne deshalb die Europäische Union sehr, sehr gut unter der Funktion als Familienministerin, auch als Bauministerin, als Arbeitsministerin, als Sozialministerin.
Ich war konsterniert, als ich Verteidigungsministerin wurde, zu erleben, wie wenig Europa es in der Verteidigung gibt. Natürlich habe ich es verstanden, wenn man sich die Ironie der Geschichte anschaut. Denn Europa hat mal begonnen in den 50er Jahren mit dem richtigen Gedanken. Wenn wir uns in etwas zusammentun müssen bei den großen Themen, dann ist es Verteidigung. Leider war es so, dass dieser Gedanke der gemeinsamen europäischen Verteidigung krachend gescheitert ist, 1954. Und wenn ich es richtig interpretiere im Blick zurück, dann haben wir viele andere Themen, die ich eben auch genannt habe, als Europäer vorangebracht. Und da war dann ja die NATO, die auch das Gefühl gegeben hat, gut, da sind wir geschützt, mehr braucht es nicht. Und deshalb hat dieses Thema wirklich brachgelegen. Und lieber Franz Josef Jung, du hast es bereits gesagt, vor 3 Jahren, nach insbesondere der Wiedervereinigung, vor 27 Jahren und einer zunehmenden Zeit, wo wir gefühlt immer sicherer waren und der unaufhaltsame Vormarsch der Demokratie uns auch bestärkt hat in diesem Gefühl. Vor 3 Jahren kam dann die Zäsur, und zwar ganz dicht aufeinander in der zeitlichen Folge, im Februar des Jahres, was du eben schon geschildert hast, die Annexion der Krim und der Beginn des hybriden Krieges in der Ostukraine durch Russland. Bis zum heutigen Tag sterben Menschen in der Ostukraine. Das dürfen wir nicht vergessen. Und 4 Monate später, der foudroyante Vormarsch des IS im Irak, damals die Eroberung von Mosul. Sie werden sich erinnern, die Goldreserven, die amerikanischen Waffen. Und der IS stand bis 10 Kilometer vor Bagdad. Wir haben dann erlebt, wie aus Syrien, Irak, der IS seine Terroranschläge ins Herz Europas hinein orchestriert hat. Und wir haben 2015, 2016 die Folgen der Instabilitäten und des Terrors erlebt mit dem Thema Flüchtlingskrise. All das ist innerhalb kürzester Zeit über Europa gekommen. Dann kam das Referendum in Großbritannien mit dem Entschluss, die Europäische Union zu verlassen, der Brexit. Ich bin heute noch traurig darüber, aber es ist so. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war danach der festen Überzeugung, gemeinsam mit meinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian, das ist jetzt der Zeitpunkt zu sagen, lass uns eine europäische Verteidigungsunion gründen. Denn die Briten sind es vornehmlich gewesen, die bis zu diesem Zeitpunkt sehr konsequent allen Fortschritt in Europa auch blockiert haben. Unterschätzt haben wir aber zu dem Zeitpunkt, welche leise Depression sich über Europa legte. Und denken Sie ein Jahr zurück, nämlich dieses Gefühl, wir kriegen nichts mehr zustande, es hat keinen Zweck, was sollen wir da rein investieren? Wir hatten mit einem großen Aufwachsen rechtspopulistischer Bewegungen zu tun, nationalistischer Bewegungen, die eher den Austritt Europa propagierten, als das gemeinsame Ganze und die Vision, wie wollen wir eigentlich unsere Welt gestalten. Dennoch haben wir die deutsch-französische Initiative auf den Weg gebracht, die ein Konzept vorgelegt hat, eine Roadmap, wie wir uns vorstellen, wie wir den Weg in eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion gehen können. Viel Kritik, viel Skepsis am Anfang. Dann kam der 8. November 2016 und die Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten. Und es kamen die Widersprüchlichkeiten, die Sie alle gehört haben. NATO is obsolete, NATO is great. Damit es hier im Raum ganz klar ist, ich habe nicht den leisesten Zweifel an der Festigkeit des transatlantischen Fundamentes und am Bestand, und zwar dauerhaften Bestand, unserer Freundschaft, unseres Bündnisses und unserer guten Beziehungen. Wir wissen, woher wir kommen und warum wir heute auch so stark sind. Das haben wir nicht vergessen und wir haben nicht vergessen, auf welcher Seite wir stehen. Gar keine Frage. Und ich will auch noch ein zweites erwähnen. Mein Kollege Jim Mattis weiß das auch, dass wir genau wissen, auf welcher Seite wir stehen und wie sicher dieses Fundament der transatlantischen Beziehungen ist, wie viele Amerikanerinnen und Amerikaner auch. Das sei ganz vorweg gesagt. Aber es war auch ein Weckruf dieser Herbst 2016, der uns klargemacht hat, dass wir
mit dem Blick auf die Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion oder Politik uns stärker aufstellen müssen. Und die Bundeskanzlerin hat dies auf den Punkt gebracht, ich zitiere, wir Europäer müssen unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Zitat Ende. Nochmal, damit das klar ist, NATO bleibt Artikel 5, gar keine Frage. Aber ich sehe zum Beispiel, wenn ich die Instabilitäten um Europa herum sehe, den Blick auf unseren Nachbarkontinent Afrika, mit dem wir verbunden sind, durch das Mittelmeer, da sehe ich die NATO überhaupt nicht. Aber ich sehe einen großen Bedarf für die Europäische Union, gemeinsam mit unserem Nachbarkontinent Afrika und den unterschiedlichen Ländern, Stabilität herzustellen, weil es in unserem Interesse ist. Und dazu müssen wir uns besser aufstellen und unsere Instrumente auch besser sortieren. Fragt man die Bürgerinnen und Bürger Europas, so sind die ganz eindeutig, und zwar seit 10 Jahren, ungebrochen im Eurobarometer, bei der Frage, was die Europäer vor allem zusammentun sollten, kommt sofort mit 75% Zustimmung Sicherheit und Verteidigung. Und wenn Sie den Deutschen dieselbe Frage stellen, dann sind wir bei 84% Zustimmung. Das heißt, die Menschen wissen genau, Europa für die großen, schweren Themen, mehr Europa da, bitte weniger Europa in den kleinen, spezifischen, regionalen Themen, aber das ist eine andere Geschichte, auf die ich heute nicht eingehe. Ich sagte eben, dass im Sommer 2016 nach dem Brexit noch viel Skepsis zu unseren Vorstellungen da war. Das hat sich um 180 Grad gedreht, seit der Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir Europäer haben verstanden, dass wir uns selber besser aufstellen müssen, nicht als Gegensatz zur NATO, sondern als eigenständiger europäischer Pfeiler. Die gute Nachricht ist, wir fangen nicht bei Null an. Unter der Flagge der Europäischen Union sind derzeit 16 militärische und zivile Missionen und Operationen weltweit da. Und alle Missionen bauen im Prinzip auf unserer ganz besonderen europäischen Farbe und europäischen Stärke auf. Und du hast es erwähnt, lieber Franz Josef Jung, das ist die vernetzte Sicherheit. Du hast dabei aber dein Licht unter den Scheffel gestellt. Denn wenn es einen Pionier der vernetzten Sicherheit gibt, dann ist das Franz Josef Jung, der 2006 im Weißbuch der Bundesregierung dort schon den Footprint gesetzt hat, dort schon die Spuren gesetzt hat und seitdem hartnäckig es verfolgt hat. Und es ist natürlich auch ein Markenzeichen, eine tiefe Überzeugung unseres Landes, aber es ist auch die tiefe Überzeugung Europas, dass wir in Konfliktsituationen ja militärische Stärke brauchen. Ich blicke mal auf den IS, den können Sie nicht am Verhandlungstisch überzeugen. Der IS bombt und köpft. Sie brauchen dazu militärische Stärke, aber wir wissen genau, dass wir von Tag 1 an, wenn wir ein bestimmtes Gebiet zurückerobert haben, sofort den Wiederaufbau brauchen, die Stabilisierung brauchen, den Aufbau der Häuser, die medizinische Versorgung, Wasser, Elektrizität, Nahrung, Jobs, Arbeitsplätze, Perspektiven für die Menschen, Good Governance, das heißt, der Rechtsstaat wieder aufgebaut werden muss, Diplomatie dazu. Das ist der vernetzte Ansatz. Militär, Polizei, Justiz, Verwaltung, Entwicklungszusammenarbeit, Wirtschaft, Finanz- und Energiepolitik. Nur um einmal das Paket zu nennen. Das Besondere an der Europäischen Union ist, wir haben diesen einzigartigen Instrumentenkasten vorhanden. Anders als alle Organisationen, die ich sonst in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik kenne, aber verstreut. Die eine Seite spricht nicht mit der anderen, getrennt voneinander. Und das ist der Ansatzpunkt, wo wir anfangen müssen, beziehungsweise bereits angefangen haben, in diesem Jahr die Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion aufzubauen. Nämlich als allererstes unter dem Chapeau der globalen Strategie, die Federica Mogherini vorgestellt hat, dass wir sagen, 4 Komponenten, über die möchte ich hier sprechen, sind uns besonders wichtig. Als erstes eine gemeinsame europäische Kommandozentrale für den zivil- und militärischen Strang, um genau diese gemeinsamen europäischen Missionen aus einer Hand zu führen, zu planen und damit auch Konsistenz in unser Handeln reinzubringen. Endlich ist es geschafft, dass wir vor einigen Wochen die erste europäische, gemeinsame europäische Kommandozentrale aufgebaut haben. Sie führt jetzt die Einsätze in Mali,
in Zentralafrika und in Somalia aus einer Hand, zivil-militärisch. Bin ausgesprochen froh darüber und in der Tat, sie wird jetzt die nächsten 2 Jahre handeln und agieren und wir werden in dieser Zeit eine Evaluation machen, auch in der Hoffnung, dass wir dann in den nächsten Schritten ein vollwertiges Hauptquartier dort auch hinkriegen. Immer unter dem Aspekt, wir wollen den vernetzten Ansatz. Und dazu muss man abgestimmt miteinander diese Instrumente in die Krisen- und Konfliktgebiete bringen. Zweiter Punkt. Wir brauchen einen Rahmen für die Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion. Das fällt unter den sperrigen Begriff ständige strukturierte Zusammenarbeit. Vergessen Sie ihn gleich wieder. PESCO ist die Abkürzung dafür. Die PESCO ist bereits angelegt im Lissabon-Vertrag. Also wir müssen keine Verträge ändern. Sie ist dort bereits klug angelegt. Heißt, wenn ich es einfach als Bild schaffe, wir machen einen Rahmen, in dem oder dem alle die Länder beitreten, die entschlossen sind, ambitioniert und verlässlich in die Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion zu investieren. Das heißt auch zu handeln, wenn es eine Krise gibt. Du hast an den Kongo erinnert. In der kürzeren, jüngeren Vergangenheit haben wir 2 Krisen gehabt, wo wir alle wissen, wo es nach Europa geschrien hätte, aber wir nicht in der Lage waren, unsere Instrumente innerhalb von wenigen Tagen und Wochen zu organisieren, sondern Jahre brauchten. Das eine ist das Thema Ebola. Ebola war Sommer 2014 und da musste gehandelt werden. Ein klassisches Thema für die Europäische Union. Aber wir waren nicht in der Lage, zivil-militärisch die Organisation auf die Beine zu stellen. Hätten wir eine Kommandozentrale gehabt, wäre das gegangen. Also hat jeder Verteidigungsminister, ich habe meinen französischen Kollegen angerufen und wiederum die Italienerin, gesagt, was machst du? Okay, in welches Land gehst du? Okay, dann lass uns versuchen, es untereinander abzustimmen. Ging auch. Aber ineffizient, sperrig, weit unter unseren Möglichkeiten. Und das zweite war das Beispiel Mali. Ich muss heute sagen, aus dem Rückblick, wenn unsere französischen Freunde nicht beherzt national eingegriffen hätten und Mali wäre gefallen, wir mögen uns gar nicht ausmalen, was es bedeutet hätte, nachdem wir jetzt wissen, was es heißt, wenn in Syrien und Irak der Terror tobt. Und was es bedeutet hätte, auch für die Flüchtlingskrise, wenn Mali nicht gehalten worden wäre, das ist dem beherzten Eingreifen der Franzosen zu verdanken. Ja, dann kamen die Vereinten Nationen, dann kamen wir auch als Europäer, aber wir haben Monate gebraucht, um das auf den Weg zu bringen. Und es gibt noch viele Komponenten, die ich gerne verbessert hätte. Also der Rahmen, die PESCO ist das Zweite, was wir auf den Weg bringen. Dem treten die bei, die sagen, wir sind entschlossen zu investieren, wir sind entschlossen, bestimmte Projekte mitzumachen. Und wenn man uns ruft, dann sind wir auch verlässlich da. Nicht jeder muss dem beitreten, aber wir würden uns freuen, wenn es so inklusiv wie irgend möglich ist. Wenn es geht, 27 Europäer, aber nicht jeder muss. Innerhalb dieses Rahmens, innerhalb der PESCO, sind dann einzelne Projekte. Die können Länder vorschlagen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was wir angedacht haben, gerade mit Blick auf Ebola. Ein gemeinsames europäisches Sanitätskommando. Also, ein fertiges, verlegbares Krankenhaus, wenn ich das mal so sagen darf, das man sofort in den Einsatz verlegen kann. Ich gucke den Inspekteur Sanität an, der schon lange daran auch arbeitet. Nämlich, dass wir so eingeübt sind unter den europäischen Nationen, dass wenn wir es brauchen, und in jedem Einsatz brauchen wir Sanität, brauchen wir medizinische Versorgung, dass wir sofort dieses, ich sag mal Krankenhaus in Anführungsstrichen, abrufen können und in den Einsatz verlegen können, wo auch immer die nächste Krise ist, wo Handlungsbedarf ist. Zweitens zum Beispiel den europäischen Logistikknotenpunkt, eine logistische Drehscheibe. Was meine ich damit? Was immer eine Mission ist, Sie brauchen ganz, ganz viel Logistik dahinter, vor allen Dingen Flugkapazitäten, Transportkapazitäten. Wenn Sie das mühsam zusammensuchen müssen, gehen wieder Monate ins Land. Krisen haben keine Zeit, auf Monate zu warten. Also ein gemeinsames europäisches Logistikkommando, wo wir uns alle zusammentun. Oder zum Beispiel eine gemeinsame Offiziersausbildung hat auch etwas zu tun mit dem gemeinsamen Verständnis später in den Einsätzen. Das Riesenthema Cyber. Ich brauche hier im Raum nicht zu erklären, dass niemand glauben sollte, er könne als Land Cyber alleine bewältigen. Aber europäisch sind wir wirkmächtig
und haben einen hohen Informationsfluss und wir können die Expertinnen und Experten so vernetzen, dass wenn es einen massiven Angriff entweder auf ein Land oder auf kritische Infrastruktur geht, wir sofort die Expertinnen und Experten zusammenziehen, um dann auch handeln zu können. Vorgeschlagen ist ein Center of Excellence für Trainingsmissionen. Und ein Punkt, der mir wichtig ist, die Verstetigung der Zusammensetzung der Battlegroups. Hans-Josef Jung hat es angesprochen. Battlegroups, die jedes halbe Jahr neu auf dem Papier zusammengesetzt werden, dass die nicht so einsatzfähig sind, versteht jede und jeder hier im Raum, der von der Materie etwas weiß. Verstetigung, damit meine ich, dass sich vielleicht einige Nationen zusammentun, die eine stehende Battlegroup miteinander aufbauen, sodass, wenn wir sie brauchen, wir eingeübte Verfahren haben, um dann tatsächlich sie auch einzusetzen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Wir haben in den letzten 3 Jahren, und im Blick auf Deutschland, Vorläufer, Piloten, wenn ich das so nennen darf, wir haben in den letzten 3 Jahren angesichts der veränderten Sicherheitslage auch bei uns natürlich eine gewaltige Trendwende erlebt, nämlich eine Armee, die 25 Jahre lang reduziert worden ist, weil es immer friedlicher um uns wurde, jetzt mit den erhöhten Aufgaben für die Bundeswehr wieder aufzubauen, in Trendwenden steigendes Personal, steigendes Material, steigende Finanzen. Dazu gehört der Gedanke, dass wir uns auch so aufstellen müssen, dass wir gemeinsam mit anderen Nationen die Breite und Stärke erreichen, die es für bestimmte Einsätze gibt. Und dann haben wir gute Freunde, ich nehme zum Beispiel unsere niederländischen Freunde, mit denen schon lange eine gute Zusammenarbeit da ist, aber die haben wir jetzt so verstetigt, wie man sich eine Battlegroup auf Dauer vorstellen könnte. Nämlich, dass unsere niederländischen Freunde uns so vertrauen, dass sie ihre Panzertruppe uns Deutschen unterstellen. Ich finde, einen größeren Beweis des Vertrauens und der Freundschaft zwischen zwei Ländern, die vor 70 Jahren noch Todfeinde waren, kann es kaum geben. Wir dafür aber, weil wir die Exzellenz der niederländischen Marine kennen, Teile unserer Marine den Niederländern unterstellen, ihr wunderbares, gewaltiges Versorgungsschiff mit ihnen betreiben. Wir würden niemals in der Lage sein, uns so etwas anzuschaffen. Aber sie freuen sich, dass sie auch versiertes Personal wiederum in der Marine haben, um dieses Versorgungsschiff gemeinsam zu betreiben. Wir sind in der Ägäis gemeinsam schon im Einsatz da gewesen. Dieser Gedanke, dass wir so eng miteinander verbunden sind, wir sind zusammen in Litauen, wir haben zusammen die schnelle Speerspitze gemacht. Sie hören aus diesen ganzen Beispielen, wir sind so eingespielt aufeinander. Wir sind im Irak auch zusammen, wir sind in Mali zusammen. Also wo sind wir eigentlich nicht zusammen, muss ich schon fragen. Wir sind so eingespielt aufeinander, dass man im Ernstfall sofort abrufen kann, die eng miteinander verflochtenen Streitkräfte, die ihre Prozeduren und Abläufe genauestens kennen, ohne dass die Frage aufgeworfen wird, ob das in die Souveränität unserer Staaten eingreift. Denn wir denken und analysieren und handeln dann so gemeinsam, dass es sich als Selbstverständlichkeit gibt. Zweites Beispiel, dass wir unsere tschechischen Freunde dem deutschen Heer affiliieren, auch mit dem Gedanken, dass wir gemeinsam das Niveau heben. Wir könnten das alles nicht. Und Sie erlauben mir an dieser Stelle, dass ich einen ganz, ganz großen Dank an die Fraktion und Henning Otte als den verteidigungspolitischen Sprecher an dieser Stelle ausspreche. Wenn wir nicht ein Parlament hätten, das der Bundeswehr und damit der Verteidigungsministerin so den Rücken stärkt, finanziell und materiell und personell, dass wir diese Schritte überhaupt machen können. Also die Grundvoraussetzung ist eine Investition, aber dann tun wir uns zusammen und man sieht, was daraus wird. Der Gedanke, den ich eben gesponnen habe über die Niederländer und die Deutschen oder die deutsch-französische Brigade oder die Tschechen und die Deutschen, dieses in größer gedacht, zeigt, wir haben Vorläufer, wir haben es schon erprobt, wir sind im Einsatz miteinander, es geht, lass uns das mit mehreren Nationen als stehende Komposition der Battlegroups europäisch aufbringen. Ich rechne damit, dass wir die PESCO in diesem Jahr, 2017, noch auf den Weg bringen. Und ich hoffe auf eine klare, starke Sprache des Europäischen Rates, der morgen tagt und natürlich dieses Thema auch in seinen Schlussfolgerungen haben wird.
also als politischen Auftrag nochmal, dass wir dann gemeinsam in den Räten die PESCO in diesem Jahr auf den Weg bringen. Dritter Meilenstein. Die Kommission hat vor vergangener Woche ihre Pläne für einen europäischen Verteidigungsfonds auf den Weg gebracht. Wir unterstützen das mit großer Zustimmung. Der Europäische Verteidigungsfonds ist nach Vorstellung der Kommission beachtlich, ein Volumen von 5,5 Milliarden pro Jahr. Die Kommission hat vorgeschlagen, 500 Millionen Kommissionsgelder in Forschungsförderung, 1 Milliarde in Industrieförderung und 4 Milliarden aus den Ländern. Sie kennen es, die Kommission macht einen Vorschlag, es gibt dann die Vorstellung auch der Mitgliedstaaten und wir erarbeiten zusammen, wie das Konstrukt am Ende ist. Wir wollen es alle, muss man vorweg sagen. Es gibt überhaupt keinen Dissens über, ob wir das brauchen. Und Franz Josef Juncker hat dankenswerterweise die Zersplitterung auch der Landschaft innerhalb der Waffensysteme in Europas bereits geschildert. Da brauche ich nicht mehr drauf einzugehen. Was ist der Gedanke? Lass uns einen europäischen Verteidigungsfonds machen, in dem wir ambitionierte Projekte haben, wie zum Beispiel die Eurodrohne, in denen die Länder, die ein Interesse daran haben, im Fonds rein investieren. Grundvoraussetzung: Lernen aus den Fehlern der Vergangenheit. Es gibt einen Typus für alle Länder. Nicht, wenn 6 Länder das gleiche Projekt haben, 6 verschiedene Spezifikationen. Hier nur für die Eingeweihten, dass das klar ist. Den Fehler machen wir sicher nicht nochmal. Und eine Nation muss Lead Nation sein. Das heißt, wir sprechen mit einer Stimme gegenüber der europäischen Rüstungsindustrie, damit die Rollen klar sind. Wir sind der Auftraggeber, ihr seid der Auftragnehmer. Das ist gut so. Wir haben verschiedene Rollen, vielleicht gemeinsame Interessen im Produkt, aber wir müssen die verschiedenen Rollen auch wahrnehmen. Ich habe gemeinsam mit Wolfgang Schäuble und meinem französischen Counterpart und dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire von der Bundeskanzlerin und Präsident Macron den Auftrag erhalten, dass wir deutsch-französisch einmal die Vorstellung eines europäischen Verteidigungsfonds formulieren, um sie bereits am 13. Juli, also in Kürze, in den deutsch-französischen Ministerrat in Paris einzubringen. Wir brauchen die Finanzminister dringend dazu. Wir wissen, welche Projekte wir europäisch nach vorne bringen wollen, aber die Finanzminister müssen natürlich über die Mechanismen nachdenken. Das heißt, ich darf auch mit dem Blick zur Kommission sagen, wir arbeiten intensiv daran mit großer Geschwindigkeit, dass wir die beiden Vorstellungen so eng wie möglich zusammenbringen, nämlich dass die Mitgliedstaaten sich auch Gedanken darüber machen, wie kann es funktionieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass selbstverständlich für den Europäischen Verteidigungsfonds die Stabilitätskriterien auch gelten müssen. Warum auch nicht? Also die Regeln in Europa sind klar. Das stellt auch, glaube ich, keiner so in Frage. Uns ist dann wichtig, die richtigen, ambitionierten Projekte dort reinzutun. Wir wissen alle, die großen Projekte kann kein Land mehr alleine stemmen. Dann wäre es richtig, dass wir Europäer einheitlich diese Projekte auch auf den Weg bringen. Auch übrigens, auch Gründen der Interoperabilität. Denn für alle, die sich nicht jeden Tag mit Hubschraubern oder Panzern beschäftigen, ein Hubschrauberpilot ist ausgebildet auf einen Typen, aber nicht auf den anderen Typus Hubschrauber. Wenn Sie 2, 3, 4, 5 Nationen zusammentun und die haben alle verschiedene Hubschraubertypen, haben Sie nicht so viel davon. Das Gleiche gilt für die Mechaniker, für die Versorgung, für die Ersatzteile. Viel klüger ist es, eine Sorte in Anführungsstrichen zu haben und dementsprechend auch mit der Economy of Scales sehr viel effizienter zu investieren in die großen Projekte, die wir brauchen, denn wir haben noch Lücken in Europa. Und damit komme ich zu dem Thema Lücke, 4. und letzter Meilenstein. Wir müssen uns gegenseitig in die Bücher schauen lassen. Wenn wir vertrauensvoll zusammenarbeiten wollen, dann darf nicht jeder sein kleines Planungskonzept haben und das durchsetzen, was national am besten geht, ohne zu gucken, was brauchen wir eigentlich europäisch gemeinsam. Wo sind unsere Lücken? Wo sind unsere Defizite? Wo sind vor allen Dingen die Herausforderungen der Zukunft, wie zum Beispiel Cyber? Deshalb eine gemeinsame Planung, abgekürzt CARD, wenn Sie den langen Namen haben wollen, Coordinated Annual Review on Defense, merken Sie sich CARD. Ein Planungssystem, wo man freiwillig seine Bücher öffnet, um gemeinsam zu planen, was werden wir in den nächsten 15, 20 Jahren, so lang sind ja unsere Planungsprozesse, brauchen. Hier kommt ein wichtiger Punkt. Eng harmonisiert mit der NATO. Denn 22 Europäer sind auch Mitglied der NATO. Ich habe beide Hüte auf.
Und das geht selbstverständlich. Das heißt, wenn wir als Europäer uns besser aufstellen, besser organisieren in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und Union, besser und koordinierter dastehen, dann profitiert natürlich auch die NATO davon. Und umgekehrt sollten wir miteinander wissen, was planen wir für große Systeme. Ich gebe Ihnen ein Bild dafür, warum wir da schon auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Das hat sich eingebürgert, sehr schön in den letzten 2 Jahren, dass bei jedem Europäischen Rat abends der NATO-Generalsekretär dazukommt, bei den Verteidigungsministern, und umgekehrt bei jedem NATO-Rat der Verteidigungsminister abends die hohe Beauftragte der Europäischen Union mit dazukommt. Und wir miteinander sprechen. Und Sie merken alleine an dieser Selbstverständlichkeit, wie eng wir uns inzwischen miteinander abstimmen. Heißt für uns, wenn ich das mal so formulieren darf, wir wollen transatlantisch bleiben, gar keine Frage, aber wir wollen europäischer werden. Das ist für mich die große Überschrift für uns Sicherheits- und Verteidigungspolitiker. Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion ist komplementär zur NATO. Übrigens, wenn wir investieren, für uns in der Bundeswehr ist klar, wir wollen wachsen und wir werden wachsen, aber wir wollen europäisch wachsen. Wenn wir investieren in die Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion, dann ist das auch ein Beitrag zum fairen Burden-Sharing. Denken wir an die Debatte in der 2% in der NATO. Was heißt 2% in der NATO? Es heißt 2% in den nationalen Verteidigungshaushalt investieren. Und natürlich, wenn wir europäisch wachsen, werden wir investieren müssen. Das ist gar keine Frage. Also zu glauben, man kann mehr Europa fordern, wofür ich bin, und gleichzeitig nicht mehr investieren in Sicherheits- und Verteidigungspolitik, das ist eine Milchmädchenrechnung. Das ist nicht lauter. Und deshalb muss man deutlich sagen, es gibt damit auch mehr Investitionen und damit auch ein faires Burden-Sharing. Ich war vergangene Woche im Europäischen Parlament im Ausschuss für Außen- und Verteidigungspolitik. Mich gefreut, wie viel Unterstützung für unsere gemeinsamen Pläne da ist. Und deshalb will ich Ihnen noch mal sagen, meine Damen und Herren, es ist ein gewisses Momentum jetzt da. Das spürt man. Ich habe Ihnen das politische letzte Jahr geschildert. Aus dem heraus ist dieses Momentum entstanden. Natürlich ist die Tatsache, dass wir in Frankreich Präsident Macron haben, eine, die auch noch mal richtig Schwung gibt. Aber ich erlebe jetzt um mich herum Mitgliedstaaten, eine Kommission, ein Parlament, die alle in die gleiche Richtung denken. Und das ist gut so. Die alle Dynamik da reinbringen. Ich bin von Herzen dankbar für diesen Kongress hier heute. Weil ich weiß, eine Fraktion, die von über Jahre dieses Thema verfolgt hat. Wir wissen auch, dass nicht immer das Momentum da war. Aber es ist natürlich hervorragend, wenn man jetzt spürt, dass die vielen klugen Gedanken, dass die Konzepte, die lange bearbeitet worden sind und wo der politische Wille immer fehlte, jetzt anfangen aufzugehen und dass man richtig Strecke machen kann. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen mehr Deutschlands Verantwortung in Europa, aber wir brauchen vor allen Dingen auch mehr Europas Verantwortung in der Welt. Und deshalb danke ich für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Ministerin, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben die politischen Herausforderungen in Europa dargestellt, aber auch die weltweiten sicherheitspolitischen Herausforderungen. Und Sie haben darauf reagiert, auf Ihrer politischen Überzeugung und mit Ihrer persönlichen Anstrengung. Sie haben das Weißbuch fortgeschrieben, Sie haben das Attraktivitätsgesetz und vor allem die finanzielle, materielle und personelle Trendwende hier umgesetzt. Aber Sie haben auch deutlich gemacht, dass wir im Bereich Cyber vorankommen müssen. Das haben Sie mit einem neuen Kommando deutlich gemacht. Und vor allem haben Sie deutlich gemacht, auch eben in Ihrer Rede, dass die persönlichen Anstrengungen jeder in Europa genutzt werden müssen, dass wir in Europa mit einer gemeinsamen Verteidigungspolitik vorankommen. Die globale Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Sie haben die 4 Schlagworte genannt. Gemeinsames Kommando, PESCO, Europäischer Verteidigungsfonds und CARD. Das ist auch Ihre persönliche Anstrengung, die Sie immer wieder hier auch in Brüssel deutlich gemacht haben, um dieses so wichtige Thema für uns voranzubringen. Sie haben noch andere Verpflichtungen heute. Deswegen haben wir Verständnis dafür, dass Sie nicht die gesamte Konferenz heute hier
der beiwohnen können. Aber herzlichen Dank für Ihre Rede und für Ihre Arbeit. Dankeschön. Und ich darf jetzt zum nächsten Punkt kommen und ich darf übergeben mit dem Hinweis, dass diese Veranstaltung hier öffentlich ist, dass die Presse öffentlich ist, auch auf YouTube zu sehen sein wird. Und ich freue mich jetzt, den Koordinator für Europapolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung, Herrn Olaf Wincheck, das Wort zu geben. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Herren Minister, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Ich glaube, wir haben jetzt viel Anregendes gehört, sowohl viel Aufbruchstimmung, aber auch konkrete Vorschläge, eine Reihe konkreter Vorschläge für die künftige Ausgestaltung der GSVP. Ich glaube, was man besonders mitnehmen kann, ist, dass dieses Momentum, das, von dem die Ministerin sprach, in der GSVP, denn in den letzten 9, 10 Jahren hat man zur GSVP sehr häufig sehr lange Schlussfolgerungen der Ministerräte oder auch des Europäischen Rates gelesen und viel über hochtrabende Pläne gehört, aber dann hakte es häufig an der Implementierung. Nun haben wir im Rahmen dieser Podiumsdiskussion die Gelegenheit, einige dieser Aspekte detaillierter und auch aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Aus der Perspektive des Bundestages, des Militärs, der Europäischen Kommission sowie auch anderer EU-Mitgliedstaaten. Neben mir sitzt, links wie rechts, geballte politische und militärische Expertise. Wir sind ganz gut in der Zeit, glaube ich, wir haben etwa 1,5 Stunden Zeit, um ein sehr großes Feld zu beackern. Deshalb möchte ich nicht lange ausschweifen und in medias res gehen. Ich würde nach einer ersten Runde mit kurzen Beiträgen von 7 bis 10 Minuten der Panelisten Ihnen, den Panelisten, danach nochmal die Möglichkeit geben, aufeinander einzugehen. Und dann möchte ich abschließend Ihnen, dem Publikum, die Möglichkeit geben, selbst Fragen zu stellen oder zu kommentieren. Die Lebensläufe des Panels finden Sie in den Unterlagen. Ich werde mithin auf eine zu ausführliche Vorstellung verzichten. Beginnen wir mit dem Deutschen Bundestag. Die Ministerin hatte gerade den Deutschen Bundestag lobend erwähnt und ich freue mich, den Abgeordneten Florian Hahn hier begrüßen zu dürfen, Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2009 und unter anderem Sprecher der CSU-Landesgruppe für Auswärtiges, Verteidigung, Angelegenheiten der EU, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Wir haben gerade etwas über mehrere Vorhaben gehört, aber auch über den Anspruch der GSVP. Aus Sicht des Bundestages, welche Rolle kann und welche Rolle sollte die GSVP spielen? Und teilen Sie die Einschätzungen der Ministerin, die wir gerade gehört haben, liebe Herren. Ja, Herr Wincheck, erstmal vielen Dank. Und Sie haben erwähnt, die Ministerin hätte den Bundestag gelobt. Da muss man immer ein bisschen hellhörig sein, wenn in der Gewaltenteilung die Exekutive die Legislative lobt. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es natürlich tatsächlich berechtigt und mit Blick auch auf das Reflexionspapier der Europäischen Kommission und die dort beschriebenen wesentlichen Trendlinien, die es gibt. Auf der einen Seite die Lageveränderung, die wir seit, ich würde sagen, 2014 etwa alle sehen, mit Blick auf die politischen Faktoren, dem Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger in Europa nach mehr Sicherheit und nach tatsächlich auch der Forderung, dass das Europa herstellen muss. Und natürlich auch den wirtschaftlichen und technologischen Faktoren, die wir sehen, ist doch festzustellen, dass sich tatsächlich einiges tut. Und das ist positiv. Und das merken wir natürlich auch im Parlament. Die Ministerin hat hier dankenswerterweise die Trendwenden initiiert. Und das Parlament ist mehrheitlich diesen Trendwenden gefolgt. Wir erinnern uns, die Einsparung von 8 Milliarden im Verteidigungshaushalt ist noch nicht so lange her. Ich kann mich noch gut erinnern. Und jetzt sieht das doch wesentlich anders aus. Das heißt, wenn wir insgesamt betrachten, kann man sagen, dass wir im Grunde eine strategisch mit Blick auf die Lageveränderung doch auf allen Ebenen eine neue Neuausrichtung der Strategien haben. Das
ist im Ganzen im Kleinen, nehme ich jetzt für meine Partei in Anspruch, die CSU. Wir haben ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet. Wir haben auch dort diesen Bereich überarbeitet und dort festgeschrieben, ich zitiere jetzt einfach mal, Europa muss eine Sicherheits- und Verteidigungsgemeinschaft sein. Die eigene Verteidigungsfähigkeit sicherzustellen, trägt auch zur Stabilität seiner Nachbarn und Partner bei. Das Zusammenwirken der Streitkräfte in einem starken europäischen Verteidigungsverbund wollen wir ausbauen. Das ist sozusagen mit Blick nochmal auf die Kommission, wäre das Szenario 2 bis 3. Wir unterstützen das Konzept militärischer Fähigkeiten in Europa gemeinsam zu planen, zu beschaffen und bereitzustellen. Der Gedanke einer europäischen Armee in Anlehnung an Franz Josef Strauß, die Diskussion in den 50er Jahren, die Ministerin hat das beschrieben, der Gedanke einer europäischen Armee hat zum Ziel gemeinsam, das heißt gemeinsam in Europa, verteidigungsfähig zu sein. Das geht weiter über die Bundesregierung, auch hier schon erwähnt, natürlich das neue Weißbuch, das eben dieser Lageveränderung auch gerecht wird und dann eben auch, was auf europäischer Ebene passiert, wenn wir sehen, wie was die Umsetzung der Global Strategy angeht, sehen wir, wie eigentlich in den letzten Monaten eine Dynamik sich entwickelt hat, die wir, würde ich sagen, 10 Jahre lang vorher nicht hatten. Und das ist richtig und deswegen ist es auch richtig, dass PESCO, dass der Fonds, dass die CARD, dass diese Instrumente tatsächlich jetzt auch entsprechend eingesetzt werden. Wichtig ist dabei, dass wir mit Blick natürlich auf NATO und GSVP, dass wir hier entsprechend keine Doppelungen haben, sondern dass wir komplementär vorgehen. Auch das ist sozusagen angelegt. Es gibt ja die gemeinsamen 42 Aktionsvorschläge. Auch hier denke ich, wenn man genau hinsieht, mit sehr positiven Resultaten jetzt schon. Das ist wichtig. Insgesamt, glaube ich, muss man sagen, nochmal im Großen gedacht, europäisch gedacht, wenn wir sehen, was waren denn die Triebfedern europäischer Integration, so war das zu Beginn der Frieden auf unserem Kontinent, die Herstellung von Frieden, war es dann im zweiten Schritt die Herstellung von Wohlstand und muss jetzt im dritten Schritt sein, tatsächlich die Herstellung von Sicherheit eben auch nach außen. Denn Europa als große wirtschaftliche Macht in dieser Welt wird angegriffen tagtäglich auf verschiedene Arten und Weisen von völlig unterschiedlichen Akteuren. Und deswegen müssen wir uns auch bei dem Thema Sicherheit, auch äußere Sicherheit, entsprechend neu ausrichten. Das passiert Gott sei Dank, das passiert auch im Parlament und das müssen wir jetzt konsequent fortsetzen. Ja, vielen Dank, Herr Hahn. Ich nehme 3 wichtige Punkte mit. Zum einen etwas, was auch schon die Ministerin gesagt hat. Man wird ohne mehr Ausgaben dabei nicht umhinkommen. Das ist eine Conditio sine qua non. Zweitens finde ich sehr interessant, und darauf wird sicherlich noch später eingegangen werden, dass Sie sich auch zum Reflexionspapier äußern und hier eine Präferenz für die Szenarien 2-3 erkennen lassen oder eine Mischung dieser Szenarien. Und drittens, ich glaube, ganz wichtig zu unterstreichen, die EU-NATO-Zusammenarbeit und gerade auch diesen enormen Sprung, den man da gemacht hat nach dem letzten Gipfel, inklusive später mit dieser Vereinbarung von 42 wirklich konkreten Vorschlägen der Zusammenarbeit. Als nächsten Panelisten freue ich mich sehr, den Herrn Generalleutnant Hans-Werner Wiermann hier bei uns begrüßen zu dürfen. Sehr geehrter Herr General, Sie sind der deutsche Vertreter im EU-Militärausschuss. Das ist das Beratungsorgan der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und im Grunde genommen das wichtigste militärische Format der EU. Wir haben jetzt eine Reihe von Reformen und Vorschlägen gehört. Und vor knapp 2 Wochen, wie die Ministerin bereits sagte, wurde eine militärische Planungs- und Durchführungskapazität beschlossen, die das Kommando für nicht-exekutive Militärmissionen übernehmen soll. Jetzt wären meine Fragen an Sie. Welche Veränderung oder welche Verbesserung versprechen Sie sich durch diese institutionelle Reform? Wie sehen Sie den Weg weiter zu einem möglichen, etwas größeren Hauptquartier, also was sich nicht nur auf nicht-exekutive Missionen ausdehnt?
Und was würden Sie all denjenigen entgegnen, die sich dabei vor einer möglichen Duplikation mit Strukturen aus der NATO fürchten? Sehr geehrter Herr General. Herr Wiencheck, vielen Dank für Ihre Frage, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn ich über militärische Planungs- und Führungsfähigkeit in der Europäischen Union spreche, muss ich etwas weiter ausholen und zunächst einmal unterscheiden bei militärischen Aktivitäten und Einsatz von Soldaten im Rahmen der Europäischen Union unterscheiden wir zwischen Operationen, wo die Soldaten mit exekutiven Autoritäten versehen sind und damit auch den Einsatz von Gewalt diese Möglichkeit haben. Unter diese Kategorie fallen im Moment drei laufende Operationen. Das ist die Operation Atalanta am Horn von Afrika, das ist die Operation Sophia im Mittelmeer und das ist die manchmal schon etwas vergessene Operation Altea, die noch eine Besonderheit hat, auf die ich gleich eingehen werde. Dann haben wir die sogenannten nicht-exekutiven Missionen, die in der Regel sich konzentrieren auf Beratungsleistungen, auf Ausbildungsleistungen und dann auf etwas, was wir mit dem Schlagwort Defense Capacity Building, Aufbau von Fähigkeiten in den Ländern, in denen wir aktiv sind, befassen. Wir haben für die exekutiven Missionen eine Führungsstruktur, die zunächst einmal über die taktische Führungsebene dann zu einem Hauptquartier im jeweiligen Einsatzland führt, beziehungsweise zu einem Hauptquartier an Bord eines Schiffes für Sophia und Atalanta. Und dann ist klar geregelt, dass es darüber ein sogenanntes operatives Hauptquartier gibt. Dieses operative Hauptquartier ist für die Operation Atalanta in Northwood. Es ist für die Operation Sophia in Rom. Und dieser Kommandeur, wir sagen, er arbeitet auf der militärstrategischen Ebene, regelt die Angelegenheiten der Operation mit den Brüsseler Institutionen. Er ist der Ansprechpartner und steht Rede und Antwort dem politischen und sicherheitspolitischen Komitee und legt Rechenschaft ab. Und wenn es Anträge gibt, dann stellt er sie an die Europäische Union und verhandelt mit den Institutionen. Das war bisher für die nicht-exekutiven Missionen nicht der Fall. Hier hatten wir einen Missionskommandeur, der war im Land zuständig und musste dann regelmäßig selber aus diesem Einsatzland nach Brüssel fahren, um seine Interessen zu vertreten oder Rechenschaft abzulegen für den Erfolg seiner Mission. Führte zu der Situation, dass damals war es ein gerader deutscher Kommandeur, der General Albel aus Mali in Brüssel war, als gleichzeitig das Hauptquartier in Bamako leider angegriffen worden ist. Deutlicher, glaube ich, konnte es nicht werden, dass dieses Konstrukt so keinen Bestand haben konnte. Wir brauchten auch eine Lösung für die nicht-exekutiven Missionen. Das haben wir in der Tat vor 14 Tagen erreicht, indem wir jetzt diese militärische Planungs- und Führungsfähigkeit haben für die nicht-exekutiven Missionen. Dieses Hauptquartier steht auf der gleichen Ebene wie die operativen Hauptquartiere in Paris, Northwood, Rom oder auch in Potsdam im Fall des Falles und deckt damit die militärstrategische Ebene ab. Was uns auch gelungen ist, ist hier festzuschreiben, dass es eine enge Verzahnung zwischen zivilen Missionen in den jeweiligen Ländern und der militärischen Trainingsmission gibt. Das nennen wir diese enge Zusammenarbeit zwischen CPCC, Civilian Planning and Conduct Capability, und der militärischen Military Planning and Conduct Capability, sodass wir Transport, Logistik gemeinsam organisieren können und verschiedene Dinge für Europa gemeinsam tun können. Damit können wir erste Synergien heben. Wenn wir dann uns vorstellen, wie könnte es nach 2 Jahren Evaluierung weitergehen und wie könnte es überhaupt Fortschritte geben? Ich glaube, wir brauchen oberhalb dieser Ebene ein Element, das zivile und militärische Instrumente noch näher zueinander bringt. Wir müssen gemeinsame Lagefeststellung betreiben auf der, und jetzt nenne ich wieder diesen Fachbegriff, politisch-strategischen Ebene. Also, worum geht es? Dann muss im Grunde eine Entscheidung idealtypisch herbeigeführt werden, was will die Europäische Union unter Einsatz aller ihrer Instrumente, der zivilen und der militärischen, erreichen und wie viel will sie sich engagieren. Wenn dann eine Entscheidung fällt, daraus wird eine militärische Mission oder Operation, dann brauchen wir eine klare militärische Führungsverantwortung und Chain of Command, aber sie muss immer eng mit der zivilen Ebene zusammenarbeiten. Dieses, ich nenne das gerne New Animal in the Zoo, ich sage Ihnen auch gleich warum,
ist oberhalb des MPCC anzusiedeln. Und das MPCC ist, wie gesagt, auf der Ebene der bereits existierenden operativen Hauptquartiere. Oberhalb brauchen wir etwas. Jetzt lassen wir noch zwei Punkte machen. Das eine, ich sprach Altea an. Wir haben hier ein Konstrukt, das nennt sich Berlin Plus. Hier ist im Grunde schon seit vielen, vielen Jahren die enge Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Europäischen Union angelegt. Shape führt in Person des stellvertretenden NATO-Oberbefehlshabers D-Secure, im Moment ein britischer General, eine europäische Operation Altea in Bosnien-Herzegowina. Das war eigentlich immer schon komplementär angelegt. Leider ist das Konstrukt Berlin Plus im Moment politisch blockiert durch einen Streit verschiedener Mitgliedsländer in der Europäischen Union und in der NATO. Es könnte aber in Zukunft durchaus erheblich an Bedeutung gewinnen, wenn der Brexit vollzogen werden sollte und gleichzeitig der Wunsch besteht, britische Streitkräfte eng an Europa und gemeinsame Operationen heranzuhalten. Dann muss man sich die Frage stellen, ob dieses Berlin-Plus-Konstrukt, also die Führung europäischer Missionen über Shape, nicht ein Instrument wäre, genau diese Klammer herzustellen. Das wäre eine Möglichkeit. Dieses New Animal in the Zoo, und deswegen ist es wichtig, und damit komme ich zur Beantwortung Ihres zweiten Teils der Frage, verbindet gerade die Stärken der Europäischen Union. Und die sind, zitieren Sie mich nicht, aber ich sage 90% ziviler Natur und 10% militärischer Natur. Das ist im Einzelfall immer völlig anders, aber im Grunde kann man diese Kräfteverteilung, glaube ich, so beschreiben. Und dort müssen wir den Comprehensive Approach, den vernetzten Ansatz, den zivil-militärischen Ansatz deutlich besser organisieren, um das, was an sicherheitspolitischen Aufgaben vor Europa steht, nämlich die innere und äußere Sicherheit, so miteinander zu verzahnen, dass wir außerhalb Europas dafür sorgen, dass die Menschen Lebenswerte vor Umstände vorfinden und sich nicht mehr auf den Weg nach Europa machen und damit die ganze Kette von Trafficking, Migration, Flucht, Migrations-Asylprobleme in Europa auslösen. Also das ist eng miteinander verzahnt. Und weil dieses Hauptquartier so in Shape nicht abgebildet ist, Shape ist ein militärisches Hauptquartier und sollte ein militärisches Hauptquartier bleiben, ist auch klar, dass in der Hauptquartierfrage, wenn wir, die Ministerin sagte, gemeinsame europäische Einsatzzentrale, wenn wir das nehmen als Beschreibung für, was ich nannte, New Animal in the Zoo, ist, glaube ich, ganz klar, dass es keinerlei Konkurrenz gibt zwischen Shape und diesem Hauptquartier, weil sich diese Hauptquartiere gegenseitig ergänzen. Es ist unstrittig, kollektive Verteidigung bleibt die Aufgabe der NATO. Gleichzeitig hat Europa mehr sicherheitspolitische Interessen in Afrika. Ich glaube, die Gründe sind offensichtlich. Die Frage, wie autonom will Europa sein in diesen Operationen in Afrika, muss politisch beantwortet werden. Und ob am Ende das auch zu Konsequenzen für bestimmte Beschaffungsvorhaben, Strategic Enabler, die sonst nur vielleicht von den Amerikanern bereitgestellt würden im NATO-Kontext, auch europäisch als Zusatz für den europäischen Verteiler in der NATO beschafft werden, das ist eine reine politische Entscheidung. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr General, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen, auch für die Details, wie eben das neue Tier im Zoo genau aussehen könnte und welche Aufgaben es wahrnehmen könnte. Ich wäre in der Tat auch sehr interessiert bei den kommenden Reden, wenn Sie denn möchten, auch auf diese Vision und auf diese Vorstellung einzugehen. Ich freue mich jetzt, drei Vertreter aus anderen EU-Mitgliedstaaten begrüßen zu dürfen. Zunächst einmal Daniel Kostoval, stellvertretender Verteidigungsminister der Tschechischen Republik. Vážený pane ministře, wir freuen uns, sehr geehrter Herr Minister, wir freuen uns nun sehr auf die Perspektive Tschechiens, eines mittelosteuropäischen, mittelgroßen Mitgliedstaates, auf die Ausführungen, die wir gerade gehört haben. Ich glaube, es ist auch interessant, dass Sie zuvor Leiter der Abteilung Rüstung und Beschaffung, auch in Ministerialfunktion, im Verteidigungsministerium waren. Und deshalb würde mich auch sehr interessieren, Ihre Position oder die Position Tschechiens zu den verschiedenen Vorschlägen, die wir gehört haben, unter anderem zum Verteidigungsfonds, vielleicht auch, wie man Schwierigkeiten, die man in den vergangenen Jahren im Beschaffungsbereich hat, überwinden kann, welche Rolle die ständige strukturierte Zusammenarbeit spielen kann. Sehr geehrter Herr Minister, the floor is yours. Thank you for the floor. I appreciate very much having this opportunity to address the issue of a European Defence Union and generally European security and defence policy.
This issue has been plagued by empty speeches, failed projects and wasted opportunities in the past. What we are facing today is the crucial point that we should not fail this time, because the question is whether there will be a second chance to fail. The situation is, from our point of view, very simple. We are in the alliance, all of us together in NATO, and Americans said, enough is enough, we are not going to pay for you. Second thing is that we would like to do something as Europeans to solve the crisis around us, and we are not able to do it. So we have two reasons to do something, and really this time to make us credible. From our point of view, strengthening EU's defense dimension doesn't mean creating an EU federal army. We are speaking about deepened and more coordinated effort of the member states with the help of the European Commission and other institutions in Europe. I would also strongly warn against attempts at manufacturing the impression that NATO and transatlantic defense cooperation are falling apart. They are not. Our efforts to use various EU-based instruments such as PESCO to boost Europe's defense capacities should be seen as contributing to fairer burden sharing in NATO by strengthening NATO's European pillar. And having this pillar strong, it means, if need be, we can act as Europeans for the sake of crisis management, which is in the interest of Europeans. So we support PESCO, European Fund, and any other instrument for this purpose. From our point of view, what's also important is that whatever is happening with United Kingdom formally, when it comes to defense issues, they must be part of a solution for us, for Europeans. So then there must be a solution which will effectively integrate Brits to the solution of European defense. I already said that we should do more, it was today already said that maybe because of being in NATO, we were too much relaxed in the past. Yes, that's certainly also true for the Czech Republic. And we are now putting bigger emphasis on Article 3, which is actually article before Article 5. Article 3 says that allies should be able to withstand the pressure before other allies are able to come to its support. So we must build sufficiently strong armies to really withstand the first pressure, and then allies can come. So we are definitely in favor of bigger efficiency, better defense spending, but it doesn't mean we can spend less money. It must be at least 2%, and we have a plan how to reach 2%. And we have a plan what we have to buy for those 2%, and we will lovely buy together with others. We are just about to join, for example, the project, which is a flag project in the European Defense Agency, which is air-to-air refueling and cargo planes. Together with others, 5 or 6 nations, Netherlands among them, Germany, I think, as well. So we will do that, and when it comes to strategic drones, we do that. But we have to do more together. We have to spend more. We have to have bigger armies and more capable armies, because it's not about only how many planes we have in the inventory. The question is different. How many planes we can deploy to the field for the operational use. And those two numbers are very different in Germany. They are very different in Czech Republic right now. European ambition, bigger ambition, yes. But definitely in strong cooperation let's say, using all the instruments we have in NATO and adding other instruments if need be,
from European Union. When it comes to Czech-German cooperation, this is a piece which is, from our point of view, falling into the bigger picture. We just agreed that our one brigade will be affiliated with 10 armored German division. We always, from the beginning, applauded the German idea of framework nation concept. That's exactly in the logic, as I was saying, the deepened cooperation among the member states. We hope this cooperation will be even deepened in the future, that we will in the end be able to have not a two brigades but a division of three brigades. So in the end we will be able to contribute into regional cooperation also together with Poland and other V4 countries with a much bigger force. I think I will stop here to have so that we have a time for discussion. Thank you. Dear Minister, thanks a lot for your overview on the Czech position. Also, I think especially important to underline the effect of Brexit and especially the need to keep a very close partnership with the United Kingdom even after a Brexit. And also underlining the issue of the bilateral cooperation, the increasing bilateral cooperation with Germany. Now, jetzt freue ich mich sehr, Tomasz Szatkowski, Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium der Republik Polen, hier begrüßen zu dürfen. Szanowny Panie Ministrze, sehr geehrter Herr Minister, am 23. Mai hat das polnische Verteidigungsministerium ein neues Verteidigungskonzept mit einer Ausrichtung bis 2032 vorgelegt. Darin spielt vor allem die Zusammenarbeit im Rahmen der NATO eine herausragende Rolle. Zweiter Punkt unter dem Kapitel wichtigste Bedrohungen und Herausforderungen ist als erstes die aggressive Politik der Russischen Föderation aufgelistet. Und als zweites die Instabilität an der Ostflanke der NATO. Das führt mich zu meinen zwei Fragen. Erstens, welche Rolle kann die Kooperation im Rahmen der GSVP da spielen angesichts dieser Herausforderungen? Was kann die EU aus polnischer Sicht tun in Bezug auf Russland und seine Aktivitäten in Nordost- und Osteuropa? Und inwiefern ist auch im Rahmen der EU, es gibt ja auch diesen berühmten Artikel 42.7, mehr Solidarität möglich. Panie Ministrze. Ladies and gentlemen, Mr. Więcek, thank you very much for, first of all, for inviting me and your other neighbors to this discussion on the future of European security policy. I think it's very commendable. This is the fate of, our common fate, so it's good to exchange points of view. And I think this is very much also in the spirit of this extraordinary statement who recently passed away, namely the Chancellor Helmut Kohl. And I think that part of his legacy as a successor of founders of Europe was this recognition of the value of partnerships. So indeed, you've pointed out to the defense concept of the Republic of Poland. This is the unclassified version of the report of our strategic defense review. And it very much takes into account the re-emerged threat in the East. And I think that this perspective should be well understood here in Germany, because in a way we've inherited the role of Western Germany that Western Germany had to play during the Cold War as the cornerstone of the then eastern flank of NATO. Naturally, the scale of the threat is a little bit smaller, but nature is not so much different as Warsaw is being from time to time blackmailed by either very huge exercises that took place 180 kilometers east of Warsaw, or missiles that are pointed at different Polish cities, and we don't know exactly what are those missiles tipped with. So this is a perspective of threats where you suddenly
take into account the most vital threats first. So naturally, this paper very much speaks about the return to self-defense, the return to collective defense. So we speak much about the NATO, and this shouldn't be a big surprise, because even the Treaty of European Union, you mentioned the Solidarity Clause, but there's also another article quite close to the Solidarity Clause. I can't remember the exact number right now. I think it's 42.2 or maybe another one that actually acknowledges the role of NATO as a most basic guarantee in terms of hard security for most of the European Union members. But so this is the perspective from Warsaw on most vital threats. But at the same time, we do not ignore other sorts of other sources of threats, and this paper also speaks of them. The sources of instability in the south that affect Europe, and sometimes those different threats are even interlinked one with another. So while indeed we are very much affected by this hard security perspective, we also understand the need to develop other instruments, and we understand that Europe should be able to act sometimes alone, even outside of the NATO framework. We do believe that NATO is a cornerstone of hard security, but at the same time we understand that Europe sometimes should be able to act independently. And sometimes European Union is better suited for certain actions. You have mentioned the Solidarity Clause, and this is a clause that takes advantage of quite a wide array of instruments that European Union possesses. I mean, for instance, internal security, justice, all other policies that put together could address threats like terrorism or hybrid activities. So in this spirit, certainly, there is a much room for a harmonious development of European Union and NATO, and Poland is certainly in favor of pragmatic development of the European Union. For instance, PESCO could become a good format to address or put into action the solidarity clause. But also, when we speak of European security, I think it's sometimes difficult to put a division between NATO and European Union, because some projects could be utilized for the advantage of both NATO and European Union. And in this context, the development of capabilities and defense industrial policy could serve both ends as well. And Dan Kosztowal has mentioned already the framework nations concept, the very good idea that was initiated by I believe by Minister von der Leyen, this is a concept that could serve both NATO and the European Union. We've also identified a number of projects that could be operated by the European Defence Fund that could benefit both NATO and European Union. So in this context, we see a role for European Union in tackling the threats from the east as well as from the south. Actually, we believe that by a principle, the European defense policy should be 360 degrees oriented as the NATO policy is. Thank you. Ja, sehr geehrter Herr Minister, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich möchte hier noch mal auf zwei Punkte, vielleicht kann man darauf später noch mal eingehen. Sie sprachen über Fähigkeiten und auch über sozusagen die Wirkung auf die Industrie und die Schaffung. Sie implizierten sozusagen die Schaffung einer wirklich starken industriellen und technologischen Basis. Vielleicht kann man darauf später noch im Rahmen der Reaktion und der Diskussion eingehen. Jetzt freue ich mich sehr, Herrn Gino van der Voet, Herrn General van der Voet bei uns
begrüßen zu dürfen, Brigadegeneral, Director Training and Operations in der Königlichen Niederländischen Armee und Korpsvorsitzender der, der Steering Group der German, der German Netherlands Army. Sie wurden ausführlich gelobt, vielleicht nicht Sie, aber zumindest die deutsch-niederländische Zusammenarbeit wurden ausführlich gelobt von der Ministerin und als sozusagen, das ist auch nicht die, das erste Lob, was ich in diesem Kontext höre, die deutsch-niederländische Zusammenarbeit wird häufig als Modell dargestellt, auch für andere mögliche Kooperationen. Jetzt verraten Sie uns bitte die Rezepte für diesen Erfolg. Auf der einen Seite, also auf der einen Seite die Rezepte für diesen Erfolg, möglicherweise auch für andere bilaterale Kooperationen. Und zum Zweiten, was kann man auf europäischer Ebene vielleicht davon lernen? Wir sprechen ja immer wieder davon, Inseln der Zusammenarbeit, die dann bi- oder trilateral sind, zusammenzuführen und sozusagen eine, wenn man über integrierte Streitkräfte spricht oder wenn man über eine stärkere europäische Zusammenarbeit spricht, das nicht sozusagen als Top-Down-Prozess zu organisieren, sondern als Bottom-Up-Prozess aufbauend auf bilateralen und trilateralen Kooperationen. Herr General. Ja, sehr vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Sehr schön hier zu sein. Ich bin öfters in Berlin und in Strausberg, weil die Zusammenarbeit mit dem deutschen Heer immer sehr eng ist. Die Frau Ministerin hat schon gesagt, es geht um Vertrauen. Ich würde das als das erste Stichwort, was man hantieren muss. Das fängt an vor, ich würde sagen, den 70er Jahren, als eine niederländische Brigade verlegt wurde in Deutschland. Und das war auf Basis eines Vertrages, des Seedorf-Büdel-Vertrages. Es gab auch ein deutsches Ausbildungszentrum in den Niederlanden. Und dann in den Jahren 90 gab es das erste deutsche niederländische Korps, ein Hauptquartier. Nur ein Hauptquartier, keine Truppen. Und das Hauptquartier hat bis jetzt mehrmals in den Afghanistan eingesetzt worden und hat im Führungsbereich dort Truppen kommandiert. Und das hat funktioniert. Und vor ein paar Jahren haben wir die 11. Luftbewegliche Brigade eine deutsche Division unterstellt. Man nennt das auf Militärjargon Under Operational Command. Und ich glaube, das ist in der Geschichte das erste Beispiel, dass ein Land, eine Brigade, ein anderes Land unterstellt. Da gibt es natürlich sehr viele Regeln, aber wir haben es gemacht. Und letztes Jahr haben die 43. Mechanisierte Brigade aus Havelte die erste deutsche Panzerdivision unterstellt. Das ist die zweite Brigade, der drei, die wir haben. Und was kann man da lernen? Das Vertrauen soll sich aufbauen. Vertrauen kommt sehr langsam. Kann sich sehr schnell verfließen, aber es kommt langsam. Und das Vertrauen ist die Basis. Die hat sich über den Jahren hin, hat das gewachsen, hat das funktioniert. Und das ist auch Freundschaft. Ich kann nur sagen, mein Kollege Herr Peter Mirov, der andere Co-Chairman des Army Steering Group, wir machen das zusammen. Schön, dass du auch hier bist, Peter. Wir machen das immer zusammen. Und wenn wir uns zusammentreffen, dann ist das nie eine Verhandlung. Dann ist das ein Gespräch zwischen Kollegen, Kameraden, um ein Problem zu lösen, um etwas weiterzubringen, etwas zu bauen. Das ist keine Verhandlung. Und wenn man irgendwo hingeht, nicht in der Gedanke, dass man eine Verhandlung hat, sondern dass man gemeinsam ein Problem lösen möchte, dann wird es immer einfacher. Und dann kann man Schritt für Schritt weitergehen. Denn für uns ist es deutlich, es geht auf unserer Projektebene für Deutschland und die Niederlande um gemeinsame Verteidigungsfähigkeit. Wir probieren uns zu ergänzen, zu bessern. Und manchmal braucht man in einem funktionalen Bereich ein gewisses Volumen, was wir nicht mehr haben, seit 20, 30 Jahren. Und dann kann man sich bessern und kann man weiterkommen. Was braucht man da? Man braucht auch gleichförmige Strukturen. Die deutsche und die niederländische Armee sind gleichförmig genug, um irgendwo anzufangen. Und das zu verbessern. Und das braucht man. Auch in der Logistik, im Manöver, im Führungsbereich. Wir sind gleichförmig genug, um etwas zu bauen, gemeinsam. Aber wenn man anfängt zu bauen, normalerweise beim Projekt, dann fragt man, was wollt ihr erreichen? Und dann kommen die Rechtsberater dazu. Also wir haben die Rechtsberater mal erstmal weggelassen. Ich weiß nicht, ob hier viele Rechtsberater sind, aber wir haben angefangen, ein Problem zu lösen von Militärpraktikum heraus. Und das hat gelungen. Und dann jedenfalls kommt man irgendwo mal so an Rechtsberater,
kommt dazu. Und dann gibt es etwas Probleme, etwas mehr Gespräche, dauert etwas lange. Aber dann gelingt es auch. Zum Beispiel in Luftbeweglichkeit. Was darf man im Flugzeug mitnehmen? Das ist alles verfasst im Gesetz. Und dann wird es schwierig. Und dann probieren wir, an beide Seiten die Gesetze und die Regeln zu ändern, damit wir wieder zusammenarbeiten können. Und das alles kann nur, wenn man sich traut. Ist die Ausbildung vom deutschen Offizieren gut genug, um unsere Soldaten zu führen? Vertrauen unsere deutschen Kollegen, die Kameraden, den niederländischen Offizier, um deutsche Soldaten zu führen? Letztendlich geht es um den Einsatz. Und Einsatz ist nur möglich in totalem Vertrauen. Und was es einfacher macht, wir haben auch Panzer bis zu 2000, wir haben den Boxer, wir haben den Pfennig und unsere Soldaten fahren auf deutsche Kampfpanzer. Das macht es einfacher. Und da entsteht, da komme ich zu einem Problem. Wenn Wirtschaftspolitik, Außenpolitik und Sicherheitspolitik sich treffen, wird es für uns schwieriger. Denn natürlich wollen wir allen denselben Wagen. Aber wird das ein Peugeot, ein Volkswagen, ein Mercedes, ein Bedford? Ich weiß es nicht. Aber das ist immer ein Problem, weil man muss sich wirtschaftlich und sicherheitspolitisch erstmal sehr gut einig sein, um die Militärzusammenarbeit zu verbessern. Und weil Deutschland und die Niederlande so zusammen sind und die kulturellen Unterschiede eigentlich klein sein, ist es möglich, so weit zu kommen. Und da, wenn man immer die Frage stellt, die bekomme ich öfters, ich glaube, der General Mira auch, warum gelingt das? Weil wir viele gemeinsame Grundsätze haben. Und von dort aus können wir die Zusammenarbeit weiter einfüllen. Und die Frage ist natürlich, kann man das auch kopieren? Können andere Länder da mitmachen? Im Grunde könnte das, wenn man spricht über Vertrauen, Gleichförmigkeit und dass man bereit ist, auch mal zu geben und zu nehmen. Wir haben Projekte, wo wir geben, wir haben Projekte, wo wir nehmen. Als ich anfing in der Armee-Steering-Gruppe in 2012, hatten wir, ich glaube, 10 oder 11 Projekte. Jetzt haben wir mehr als 50 und 2 Brigaden sind das deutsche Heer unterstellt. Also das sind sehr große Schritte. Und das kann man nur Schritt für Schritt machen. Aber man braucht auf die politische Ebene den Support. Und den haben wir. Und wir haben so viel Support, auch zwischen den beiden Generalinspekteuren, dass wir auf die ausführende Ebene kleine Schritte machen können. Erstmal probieren, das zu lösen. Und wenn wir da nicht rauskommen, da muss ein MOU kommen oder ein Vertrag. Oder da müssen tatsächlich die Rechtsberater dazukommen. Kommt dann ja dabei beim Termin. Und dann können wir das lösen. Also ich würde nochmal sagen, Vertrauen. Und es ist ein großer Schritt gewesen, dass die beiden Ministerinnen sich so gut getroffen haben, um das so weiter zu vereinbaren. Danke sehr. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich sehe, dass aus in dem Rezept kein Zaubertrank ist, sondern sehr, sehr nüchterne Zutaten. Und eines ist eben das auch, was man auch in der NATO hört, was man auch auf der EU hört, und das ist eben Vertrauen. Ich möchte Ihnen doch in einem Punkt ein bisschen widersprechen. Ich möchte die Ehre der Rechtsberater. Ich bin nicht Jurist, aber ich möchte die Ehre der Rechtsberater hier retten. Es gibt auch gute Rechtsberater. Und auf meiner linken Seite sitzt Professor Christian Kallis, seit 2015 Rechtsberater des EPSC, des Europäischen Zentrums für politische Strategie. Wenn man so will, einer Strategieeinheit / Thinktanks angesiedelt beim Präsidenten der Europäischen Kommission. Herr Professor Kallis ist derzeit von der Lehre beurlaubt, von seiner Position hier in Berlin als Professor für öffentliches Recht und Europarecht. Vor 2 Wochen hat die Europäische Kommission ein Reflexionspapier zur Zukunft der europäischen Verteidigung vorgelegt, in welchem sie 3 Optionen für die künftige Entwicklung der Verteidigungspolitik skizziert. Mehrere der Panelisten und auch die Ministerin haben schon Bezug genommen auf das Papier. Ich kann die Lektüre sehr empfehlen. Alleine schon deshalb, weil anders als viele Weißbücher der vergangenen Jahrzehnte, die man lesen konnte, es relativ leicht lesbar ist, ist auch an eine breitere Öffentlichkeit gerichtet und nicht nur an diejenigen, und diejenigen, die seit 20 Jahren GSVP machen oder seit 15, 20 Jahren 18 Jahren GSVP machen.
Es ist gleichwohl ein Papier, was natürlich grobe Linien zeichnet, Optionen skizziert, sich aber in einigen Bereichen mit Details etwas zurückhält. Vielleicht zwei Fragen. Welche Wirkung erhoffen Sie sich aus dem Reflexionspapier, auch sozusagen als Reaktion der Mitgliedstaaten? Und vielleicht, wenn Sie bei dem einen oder anderen Szenario, bei dem einen oder anderen Punkt, vielleicht noch ein paar weitere Details nennen könnten. Herr Professor Kadis. Ja, vielen Dank auch für die Verteidigung der Rechtsberater. In der Tat verstehe ich mich gerade in einem Strategieteam auch als einen Brückenbauer. Aber ohne den rechtlichen Rahmen geht es ja nicht. Trotzdem, und das möchte ich vielleicht, damit möchte ich anfangen, ist der Kontext dieses von Ihnen eben bereits schon reflektierten, zitierten Reflexionspapiers ein anderes Projekt der Europäischen Union, ein Weißbuch zur Zukunft der Europäischen Union, in dem die Kommission 5 Szenarien für die Zukunft der Europäischen Union vorstellt. Da geht es insgesamt um die Zukunft der Europäischen Union, im Prinzip um Szenarien, um Pfade, wo die EU 2025 stehen könnte. Diese Szenarien spiegeln sich auch in dem Reflexionspapier ein wenig. Also die 5 Szenarien des Weißbuches zur Zukunft der EU gehen Szenario 1 weiter wie bisher, Szenario 2 zurück zum Binnenmarkt, Szenario 3 wer will, macht mehr, das ist dann dieses Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Szenario 4, weniger, aber effizienter auf der europäischen Ebene sein, also weniger machen, das ist dieses berühmte to be big on big things. Und das letzte Szenario ist eben diese umfassende Vertiefung der Europäischen Union. Nun sind diese Szenarien ganz bewusst, und das ist nochmal der Punkt, politisch gehalten, sie verzichten auf rechtliche und institutionelle Überlegungen. Sie sind politisch in dem Sinne gehalten, indem sie uns beschreiben, wo Europa im Jahre 2025 stehen könnte. Das sind keine Vorschläge der Kommission und sie befassen sich eben auch nicht mit institutionellen Fragen, auch nicht vor allen Dingen mit rechtlichen Fragen. Das war gar nicht so einfach in dem Prozess für einen Juristen, das ganz auszublenden. Diese Diskussion kommt natürlich irgendwann, aber es ging eben darum, uns einfach ein Bild zu verschaffen, wo Europa denn stehen könnte. Und diese Reflexionspapiere, die dazu begleitend jetzt Stück für Stück erscheinen, jetzt sind fast alle erschienen, eins zur sozialen Dimension, eins zum Umgang mit den Herausforderungen der Globalisierung, eins zur Vollendung der Währungsunion oder Komplettierung der Währungsunion und dann eben eines zur Verteidigung, das ist jetzt kürzlich erschienen, und ein Reflexionspapier kommt noch zum Haushalt. Dies zur Verteidigung, das ist das, was uns ja hier heute besonders interessiert, will ebenfalls, wie die anderen Papiere, auch das Weißbuch, eine Debatte über Europa im Jahre 2025 anstrengen, vor allen Dingen darüber, welches Europa wollen wir. Denn wir stellen fest, dass zwischen den 27 Mitgliedstaaten, die wir künftig sein werden nach dem Austritt Großbritanniens, gar kein Konsens darüber besteht, was wir wirklich wollen. Und das macht es eben auch sehr schwer für die Kommission, ihre Arbeit zu machen, nämlich Vorschläge auf den Tisch zu legen. Vieles liegt in der Hand der Mitgliedstaaten, ihrer Bürger. Das ist ein Diskurs, der angestoßen werden soll. Deswegen wird mit Szenarien und Optionen gearbeitet, auch in dem Reflexionspapier zur Verteidigung. Das Papier nämlich rekurriert einerseits auf die Einsicht, die schon die Ministerin angesprochen hat, dass die Bürger Sicherheit als Priorität sehen, und zwar innere wie äußere Sicherheit, dass sich 70% der Bürger seit 20 Jahren, 84% sogar in Deutschland, eine europäische Verteidigungspolitik als Aufgabe der Europäischen Union wünschen. Aber dass es, wenn es konkret wird, es natürlich eine große, also viele Schwierigkeiten gibt. Und diese können nur die Mitgliedstaaten lösen. Gerade im Bereich Verteidigung sitzt die Kommission nicht im Fahrersitz. Das sind die Mitgliedstaaten, die hier entscheiden müssen. Deswegen eben diese drei Optionen oder Szenarien, die hier beschrieben werden. Das erste, das ist das schwächste Szenario, da geht es um eine reine Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung. Das ist eigentlich im Prinzip so, wie wir es jetzt machen. Eher ad hoc findet man sich zusammen, um gemeinsame Operationen oder Missionen durchzuführen, gemeinsame Projekte durchzuführen. Oft ist das bilateral zwischen einigen Mitgliedstaaten. Deutschland, Niederlande haben wir schon gehört. Manchmal sind es ein paar mehr. Man einigt sich da auf Projekte. Dann ist das zweite, etwas vertieftere Szenario eine geteilte
Verantwortung für Sicherheit und Verteidigung. Da geht es, rückt der Aspekt der Solidarität stärker in den Mittelpunkt. Das heißt, es geht dann schon eben auch um mehr Projekte, die gemeinsam durchgeführt werden. Es geht auch um finanzielles Burden-Sharing, also was zahlt wer, wofür für die gemeinsame Verantwortung. Aber es geht dann auch um, in der Debatte um gemeinsame Verpflichtungen. Wozu sind wir denn bereit, uns zu verpflichten? Und das wird in dem dritten Szenario, wo es tatsächlich um die im Vertrag genannte gemeinsame Verteidigungspolitik geht, dann noch einmal erweitert und vertieft. Hier geht es wirklich dann um eine umfassende Verteidigungspolitik. Das muss nicht, auch wenn der Präsident der Kommission, Präsident Juncker, das thematisiert hat, aber mehr auch eben sozusagen, um die Debatte anzuregen, irgendwann vielleicht mal in einer europäischen Armee, aber ganz langfristig sicher nicht bis zum Jahr 2025 führen. Frau von der Leyen hat zu Recht ja noch mal darauf hingewiesen, dass wir schon 1954 so gesehen viel weiter waren. Es geht eben auch um das Thema, wie wir eigentlich dahin kommen und warum wir dahin kommen wollen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Warum. Es klang ja schon an, es geht um Synergien, es geht um Interoperabilität. All das, was wir in den Mitgliedstaaten an Ressourcen haben, ist oft nicht, kann nicht sozusagen, dient nicht dem Ziel der Interoperabilität. Es geht aber auch um Effizienz. In Zeiten der Finanzkrise, Haushaltseinsparungen und Ähnlichem geht es eben auch darum, hier Synergien zu erzielen und die Doppelung von Anschaffungen zum Beispiel zu vermeiden. Nur ein Beispiel mal. Wir haben 178 verschiedene Typen von Waffensystemen und die Amerikaner haben 30. Und das erschwert natürlich die Synergien und die Interoperabilität und erhöht eben in großem Umfang die Kosten. Wie kommen wir aber dahin? Diesen Weg weisen die Szenarien, die jetzt eben diskutiert werden sollen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt, der vorab zu leisten ist, wir haben einfach ganz unterschiedliche Verteidigungsstrukturen auf der nationalen Ebene. Es klang ja an. Wir haben auch unterschiedliche Verteidigungstraditionen, Interessen. Und das müssen wir auch klar benennen und diskutieren. Und ich glaube, ein erster Schritt ist dahingehend, dass wir eine europäische Verteidigungsstrategie brauchen. Wir müssen uns auf etwas einigen, was wir gemeinsam erreichen wollen und dafür dann auch einstehen. Und das ist ein Anfang, ist die Global Strategy, die hier der Vizepräsidentin, der Hohen Vertreterin Mogherini initiiert und vom Europäischen Rat gebilligt worden ist, die eben versucht, eine solche europäische Strategie zu definieren. Diese wird dann durch den Europäischen Verteidigungsaktionsplan konkretisiert. Und der muss aber auch noch weiter konkretisiert werden. Und das sind eben Prozesse wiederum, zu denen die Mitgliedstaaten jetzt aufgefordert sind. Ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt. Der zweite wichtige Schritt ist, wir müssen verstehen, dass äußere und innere Sicherheit heute sehr eng zusammengehören. Es ist verschiedentlich auf dem Panel hier auch schon angeklungen. Das heißt, ein ganz wichtiger Bereich ist Cybersecurity, wo tatsächlich innere und äußere Sicherheit zusammengreifen. Ein anderer Bereich ist Terrorismusbekämpfung und überhaupt die Abwehr hybrider Bedrohungen. Wir müssen also hier, und da sehe ich auch große Chancen in der Strategie, präzisere Vorgaben auf der europäischen Ebene machen. Was ist unsere Strategie in diesen Bereichen? Dann müssen wir die diesbezüglichen Solidaritätspflichten konkretisieren. Hier haben wir für die innere Sicherheit den Artikel 222 des EU-Vertrages und für die äußere den schon erwähnten 42 Absatz 7. Daraus müssen wir aber auch erstmal was machen jetzt. Wir müssen uns nämlich endlich auch dann zu etwas verpflichten. Diese Artikel aus dem Vertrag von Lissabon fordern uns dazu auf. Also die gemeinsame Strategie und eben die Verpflichtung dann eben auch auf bestimmte Maßnahmen und Aktionen. Der nächste Bereich ist dann PESCO. Das wurde schon von der Verteidigungsministerin angesprochen, die ständige strukturierte Zusammenarbeit. Wie kommen wir da voran dann? Mit Blick auf diese Strategie geht es dann darum, wenn wir entschieden haben, was wir wollen und wofür, konkrete Projekte zu definieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir brauchen PESCO-Projekte. Die können eben die innere und äußere Sicherheit zusammenführen. Das kann die gemeinsame Nutzung von Logistik, Transporteinheiten erst einmal sein, Unterstützungsleistungen, Sanitärklang an und Ähnliches. Man kann sozusagen mit diesen Dingen, wo der Konsens groß ist, vielleicht erst mal anfangen.
Und dann tun sich unter einem gemeinsamen Rahmen verschiedene Mitgliedstaaten eben zusammen, um vielleicht weitere Projekte unter dem Dach dieser strukturierten Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen. Wir müssen auch die EU-Battlegroups tatsächlich beständiger machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Hier sollte man tatsächlich eben mit Blick auf die Aufgaben, die definiert werden, über die wir einig sind. Es gibt ja auch diese berühmten Petersberg-Aufgaben, auf die uns jetzt nochmal, die wir mit Leben füllen sollten, zurückbesinnen. Und schließlich der Aspekt Lastenteilung, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben im Moment nur diesen 10%-Mechanismus. Das heißt, wer einen Einsatz führt, der trägt im Wesentlichen die Kosten. 10% werden der Einsatzkosten erstattet, aber das nicht mal bei den Battlegroups. Da steht man dann ganz alleine da. Wo ist da der Anreiz für die Mitgliedstaaten, ist die Frage, tatsächlich dann hier aktiv zu werden. Das europäische Hauptquartier wurde schon angesprochen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der auch zunehmend Unterstützung findet und jetzt so langsam auf den Weg gebracht wird. Ein letzter Aspekt, glaube ich, der eine große Rolle spielt, auch in diesem Zusammenhang, ist dieser, die richtigen Kooperationsanreize zu setzen. Und da spielt der European Defence Fund, der Europäische Verteidigungsfonds, der jetzt beschlossen, vorgeschlagen worden ist und hoffentlich beschlossen wird, eine große Rolle. Wir haben dann Mittel, um Anreize zu setzen, zum Beispiel auch eben um diese Synergieeffekte und Interoperabilität zu erreichen, indem gemeinsame Projekte definiert werden, Pilotprojekte, in denen die Kommission aus diesem Fonds eben Projekte zwischen mehreren Mitgliedstaaten unter Einbeziehung kleinerer und mittlerer Unternehmen unterstützt. Und die Mitgliedstaaten, die eben sich für PESCO-Aufgaben, also verstärkter strukturierter Zusammenarbeit entscheiden, diese Mitgliedstaaten kriegen nochmal einen zusätzlichen Aufschlag, also sozusagen einen Bonus. Das sind also Anreize, mit denen man arbeiten kann. Ich will es jetzt erstmal dabei belassen, nicht zu viel sagen, vielleicht kann man das eine oder andere noch vertiefen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Kallies. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, nochmal zu betonen, wie groß das Umdenken der Europäischen Kommission de facto in den letzten 10, 15 Jahren gewesen ist. Ich kann mich erinnern, noch vor nicht allzu langer Zeit war die Europäische Kommission im Grunde genommen agnostisch, was die Verteidigungspolitik angeht. Das heißt, bloß nicht anfassen, bloß nichts damit zu tun haben. Und jetzt sprechen wir über einen europäischen Verteidigungsfonds. Jetzt gibt es ein Reflexionspapier zur europäischen Verteidigung, die auch durchaus in Bereiche geht, die jetzt nicht nur speziell den Binnenmarkt betreffen. Und ich glaube, das ist in der Tat, wie man sagen würde, ein Wendepunkt oder ein Gamechanger, dass die Europäische Kommission sich auch mit ihrem gesamten Gewicht in den ihr zustehenden Bereichen wirklich auch hinter dieses Thema wirft. Ich glaube, das ist noch etwas, was man sicherlich betonen sollte. Ich möchte auch noch aufgreifen einen Punkt, vielleicht ist das etwas, worauf auch einer der Panelisten noch mal später eingehen möchte, die Notwendigkeit einer europäischen Verteidigungsstrategie. Lese ich da heraus, verstehe ich das richtig, als Unterstützung für ein mögliches Weißbuch, der Euro, sozusagen ein Verteidigungsweißbuch. Das ist ja eine sehr übliche Forderung des Europäischen Parlaments. Ja, ich möchte Ihnen, bevor ich dem ins Publikum gehe, würde ich vorschlagen, dass, wenn es noch den Willen gibt, hier die Panelisten auf den einen oder anderen Beitrag eingehen. Gibt es den Wunsch zu reagieren auf das, was gerade gesagt wurde? Herr Minister. Thank you very much. So, first point, the need for European defense strategy. Naturally, affinity of perspectives is a prerequisite for a cooperation. So naturally, there should be such an effort. But the intergovernmental mechanism should be the main format. And as much as we recognize certain strengths of, for instance, the global strategy, we think that preparation of such documents should be more transparent, and the intergovernmental should be the main way to prepare them. This is first remark. Second, you've invited me earlier to speak on defense industrial issues, and I think that
none of the nations in Europe, even Germany, is big enough to produce everything, and we are suddenly and we have to take advantage of critical mass of economy of scale. Having said that, I just want to point out to some specificities. For instance, for countries like Poland and I believe also Czech Republic, for instance, our path had been slightly different. We joined European Union in 2004, so after the European defense and industry was consolidated. So we still need some time in order to consolidate our industries and as a result, not to become just purely a client, but also a sort of partner in this European defense industrial base. And as long as the defense industrial policy of European Union will recognize that, I think that there's a great chance that future projects like future projects of the European Defense Fund will serve as a facilitator to build such a defense industrial base. And I have a number of ideas in my mind. The UAVs were mentioned, but for instance, Germany and France are talking about the tank of a new generation. We are also interested. So as long as we can find a good balance, those projects, possibly facilitated by the European Defence Fund, could become a good springboard for a balanced European defence industrial base. Thank you. Thanks a lot. Minister. Thank you. I will also react on European defense strategy. I mean, are we speaking about defense for European Union? I mean, we are still all in NATO. We have collective defense in NATO through Article 5, and we are always speaking about need for, let's say, autonomous, being able to act autonomously if need be for crisis management. So defense strategy, I mean, maybe strategy for crisis management, I don't know, but what's important? I mean, maybe, yes, we will write some paper and it will have some title, but in a situation when defense ministers in EU are meeting twice a year, informally, I mean, it doesn't make sense. So firstly, when speaking about institutions and procedures, and we speak maybe too much about this, but one thing is important. We should have, defense ministers should have probably their own council, because defense planning and this stuff can discuss defense ministers, not foreign ministers or some other ministers. No ministers can replace this. So this is, when speaking about institutions, this is one thing I am ready to support, approval of some institution. But then I would be focusing on money and capabilities. And ministers must meet and discuss, and their subordinates must meet even more often than ministers and produce something together. Because PESCO can work only if this will work, if defense ministers will be meeting and defense ministers will have some tasks from the European Council. So that's how I understand the situation. Because right now it's not totally firm in let's say, in European Union. I mean, it's the foundations when it comes to the defense cooperation are relatively shaky. We were working in last 6 months through long-term review in the European Defence Agency on increasing visibility and deepening mechanisms for cooperation in European Union. But the foundations are, in this regard, from my point of view, weak. And on the other hand, everybody in Europe knows what they should be doing, because defense planning in NATO is saying clearly what Czechs should be doing, in what time, what Germans and others. The only problem is we are doing 50% of this right now, because we are basically dedicating 50% of money we should be dedicating. So it's not about we don't know what we should do.
It's about doing what we know we are we should do. And yes, we are in favor of doing more together, absolutely. But when it comes to the European defense industry, yes, consolidation good, but competition is even better, in a sense. And one point, I mean, how many European tanks you can buy today, two? Is it good or bad? I think it's good, because if there will be only one, price will be tremendous and quality will be poor. That's simple as this. Even Americans are having competition within America. U.S. Navy, Marine Corps are using one helicopter for the same purpose as U.S. Army is using other helicopter. They have competition. Competition is good, consolidation is also good, but we don't have to lose a competition. And then CMEs and other stuff, yes, that's important as well. I mean, because, I mean, no administrative decision in the European Union can solve the issue whether this will be produced in Czech Republic or Germany. Yes, if there is administrative decision, then Rheinmetall and KMFAO will move to Czech Republic, Czechs will be happy. But Czechs are not going to agree that through administrative decision, defense industry from Czech Republic will be moved somewhere else. And you have still security of supply, which is important. You can't have factory for ammunition in Spain when you need it in Czech Republic. You have to have ammunition factory in Czech Republic as well. So the issue is more complicated. We need more discussion on this. It's clear we have to come to better solution than what we have today. But we are not going to solve it by one paper. And we, in parallel, we have to really invest, and we have to invest more, and we have to do it now. And this discussion on institutions we can have, but from my point of view, and I would like to underline, decision on Council for Defense Ministers can be quick. And this is the starting point. This is the first brick in the wall. Only from this we can achieve something more efficient, from my point of view. Thank you. Thanks a lot, dear Minister. Ich glaube, Sie berühren hier einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Die Tendenz, die wir manchmal doch haben, gerade im Bereich der GSVP, uns sehr an Institutionen und Prozessen zu orientieren und vielleicht manchmal eine Zeit lang nicht genug an konkreten Projekten und an Fähigkeiten. Deshalb danke ich sehr sozusagen, dass Sie die Debatte auch wieder in diese Richtung gerückt haben. Wir haben allerdings auch gesehen, und Sie haben ja selber dieses Beispiel genannt, dass es eben ohne Institution oder mit institutionellen Verbesserungen, punktuellen institutionellen Verbesserungen, das hat ja auch der Generalleutnant vorhin gesagt, eben auch nicht geht. Und ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung hier dieses Panels. Falls es von Seiten des Panels, Sie möchten noch einmal reagieren, Herr Professor Kalis? Ja, bitte sehr. Würde ich sehr gerne, weil ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt eben angesprochen worden. Ich glaube in der Tat, diese institutionelle Verankerung ist sehr wichtig. Und sie ist natürlich, weil die Mitgliedstaaten eben hier über den Rat auch ihre Verantwortung wahrnehmen. The Commission is not in the driver's seat. It's the member states. And in this regard, it's intergovernmental, I would say. Ja, also wie Ihr Kollege eben sagte, driver's seat is a very common notion on that. Ich glaube, das ist wichtig. Man könnte ja auch darüber nachdenken, ob sich nicht der Europäische Rat einmal im Jahr nur zu Verteidigungsfragen trifft, und zwar im Dezember, um Prioritäten für das nächste Jahr zu definieren. Dieser Vorschlag ist ja auch in der Debatte. Wir sollten in der Tat, so habe ich Sie jedenfalls verstanden, auch über einen Verteidigungsministerrat nachdenken, der eben dann zusammen mit der Hohen Vertreterin, die eben die Koordinierung mit der Kommission, gerade wenn es um innere Sicherheit geht, gewährleistet und auf diese Weise wir im Verteidigungsministerrat besser innere und äußere Sicherheit koordinieren. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Kalis, auch noch für diese Ergänzung. Jetzt ist es Zeit, jetzt ist es Ihre Zeit gekommen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, zu kommentieren. Ich würde bitten, dass Sie sich kurz vorstellen, wenn Sie sich melden.
dass Sie die Frage möglichst an eine oder bestimmte Person zumindest adressieren und dass Sie sich relativ kurz halten. Ich werde das nicht so wie in den Niederlanden machen, wo ich bei einem oder anderen Parteitag erlebt habe, dass Fragesteller nach 30 Sekunden das Mikrofon ausgeschaltet wurde. Das werden wir nicht machen, aber ich würde doch bitten, sich dann einigermaßen kurz zu fassen. Wer möchte das Eis brechen? Die Dame hier vorne und danach kommen wir zu Ihnen. Mein Name ist Martina Timmermann und ich bin unter anderem im Beirat der Clausewitz-Gesellschaft, aber auch in verschiedenen anderen Gremien, die sich mit Sicherheitspolitik befassen. In letzter Zeit ist das Prinzip innere Führung der Bundeswehr oft besprochen worden, diskutiert worden, das ich sehr spannend finde. Ich habe in dem Zusammenhang andere Kollegen von Ihnen gefragt, ob man sich das auf europäischer Ebene, ob das überhaupt gewünscht wäre, ob sich das Partner vorstellen können. Und jetzt habe ich hier endlich eine Auswahl an sehr kompetenten Generälen und Ministern sitzen. Können Sie sich so etwas vorstellen? Weil wenn wir über Visionen sprechen, über Ziele, Strategien, dann muss es ja auch von einer gemeinsamen, von einem Wertemodus getragen werden. Aber wie das funktionieren kann, das ist meine Frage, die mich wirklich seit Wochen jetzt umtreibt. Danke. Danke sehr für die Frage. Ich muss mal schnell sagen, sonst geht das Mikrofon aus. Innere Führung. Ich kenne das ja schon seit die erste Patenschaft mit einem deutschen Pionierbataillon in 1990. Und für uns ist das gar kein Thema. Gar nicht. Wir haben nie auf einige Art und Weise eine Art von Hemmung gehabt in der Zusammenarbeit mit den deutschen Kameraden. Gar nicht. Wir haben zum Beispiel ein deutscher Oberst, ist jetzt stellvertretender Brigadenkommandeur innerhalb einer niederländischen Brigade. Wenn es irgendwo Hemmungen gibt, auf dem Gebiet der inneren Führung, kann man das nicht machen. Also ich habe noch nie gehört von Kollegen, dass da ein Problem ist. Das gibt nur vollstes Vertrauen. Und ich kann mich gar nicht vorstellen, dass die deutsche Regierung zum Entschluss kommen würde, wo ich als Militär von meiner eigenen inneren Führung sagen würde, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Das kann ich mir nicht mal vorstellen. Und ich hoffe und ich glaube, dass das auch an den deutschen Kollegen so genauso ist. Und dann ist die innere Führung nie ein Problem. Aber das Vertrauen war da. Ich hoffe, dass das genügend Antwort ist für Ihre Frage. I'm not sure to what extent I will answer the exact goal of the question, but in terms of the role of command structures in defense cooperation, I think that I forgot to mention one important project, which is the Polish-German-Danish multinational core northeast, which is located 100 kilometers northeast of Berlin, and not so many people actually are aware of it. And it's actually the most important core headquarter in the eastern flank. It has just reached the status of high readiness. And I think this is a great example of European cooperation in the NATO context. And what should also be mentioned that it's not only the HQ, but we also have a command support brigade, which is a Polish-German joint unit. So the cooperation on this level is not a case of future. It is happening now. We also have a project of cross-attachment of our armored and mechanized units. Right now we are in the phase of training and our soldiers praise it very much. Nonetheless, it would be fair to mention that as you go up the threat escalation ladder, so as we are speaking more of hard security rather than crisis management, interdependence becomes more of a sensitive nature, certainly. So in the case of Poland and Germany, we are on this path, but probably it will still take some time to reach the level of cooperation of Netherlands and Germany. Thank you.
Do you want to weigh in or not? Okay. You want to? Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist natürlich hochaktuell und ich möchte auf drei Ebenen antworten. Zunächst einmal wurde von meinem niederländischen Kameraden, glaube ich, sehr überzeugend dargestellt, warum die deutsch-niederländische Beziehung so gut funktioniert. Sie ist gewachsen, sie beruht auf Vertrauen und sie beruht auf gleichen Vorstellungen von Werten, soldatischen Werten und gesellschaftlichen Werten. Von daher, glaube ich, muss man das ausnehmen, das kann man aber nicht überall voraussetzen. Die zweite Ebene ist die multilaterale Zusammenarbeit in Operationen. Die wird zunächst einmal per se von der inneren Führung nicht so sehr berührt. Das funktioniert. Das funktioniert sehr gut. Wir sind in Afghanistan mit vielen, vielen Nationen. Dort sind mongolische Streitkräfte, kroatische Streitkräfte, ich vergesse viele dabei, aber zeigt doch vom Hintergrund her, dass das Prinzip der inneren Führung nicht überall allgemein gut ist und dennoch funktioniert die multilaterale Zusammenarbeit. Das ist die zweite Ebene. Ich glaube, das wurde auch von Ihnen, Herr Minister, angesprochen. Multilateralität hängt zunächst mal nicht an der inneren Führung. Ihre Frage zielt aber tiefer. Und wenn wir uns fragen, warum haben wir die innere Führung in der Bundeswehr, dann glaube ich, beruht es eindeutig darauf, dass wir in Deutschland mit Streitkräften die Erfahrung gemacht haben, dass Streitkräfte missbraucht werden können. Und dass dann dieser Konflikt entsteht zwischen der Gehorsamspflicht, die im Grunde durchgängig in Streitkräften selbstverständlich ist, und die Diskussion, wo endet diese Gehorsamspflicht, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis aus der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, aus dem NS-Regime. Und das, glaube ich, müssen wir uns immer wieder deutlich machen, dass dieser historische Faktor es war, warum unsere Gründungsväter am Anfang diese Frage sehr intensiv diskutiert und so beantwortet haben, wie sie beantwortet haben, nämlich dass innere Führung das Verhältnis regelt zwischen dem Soldatischen, wo Befehl und Gehorsam natürlich ein Prinzip ist, ohne dass Streitkräfte nicht funktionieren können, aber gleichzeitig in ausgewogener Form die Frage beantwortet haben, wo sind die Grenzen, wenn nämlich derjenige, der eigentlich das Primat ausübt, damit verbrecherische Ziele verfolgt. Diese Frage stellte sich grundsätzlich für viele europäische Streitkräfte nicht in dieser Deutlichkeit, für viele gar nicht. Deswegen gibt es dieses Prinzip der inneren Führung, so wie wir es diskutieren und anwenden, in einigen anderen europäischen Armeen aus nachvollziehbaren Gründen nicht. Wenn wir also, aber davon sind wir weit entfernt, über tiefere Integration nachdenken im Sinne von europäischen Streitkräften, dann kann man diese Debatte nur führen, wenn man auch diese Frage beantwortet, neben vielen anderen. Meine Frage ist immer europäische Armee, ja. Aber wer entscheidet über den Einsatz dieser europäischen Armee? Und für mich ist ganz klar, dass es eine europäische Armee ohne europäische politische Union nicht geben kann, weil es dann keine Instanz gibt, die über den Einsatz der Streitkräfte entscheiden kann. Und ob es eine europäische politische Union gibt, ist nicht Sache der Streitkräfte und keine technokratische Frage, sondern eine zentrale Frage, wie weit ist Europa integrationswillig und ist es überhaupt der richtige Weg, den wir gehen wollen? Mein persönlicher Eindruck, vor 10 Jahren waren wir schon einmal näher und wir entfernen uns momentan eher von dem Gedanken einer europäischen politischen Union und damit letztendlich von einer europäischen Armee im Sinne der tiefen Integration, wo dann notwendigerweise auch die Frage der inneren Führung natürlich zu diskutieren wäre. Herr Hahn, Sie wollten noch ergänzen. Nur ganz kurz, ich glaube, und es wurde ja vorher von unserem niederländischen Kollegen gesagt, wir brauchen gleichförmige Strukturen, die machen es einfacher, die Kooperation und das Miteinander. Mein Eindruck ist, jetzt nur als jemand, der das von außen betrachtet, viele Gespräche führt, dass sozusagen diese deutsche Außergewöhnlichkeit, innere Führung, bisher kein Hinderungsgrund war für Kooperation. Ich glaube, das muss man einfach sozusagen mal festhalten. Nichtsdestotrotz gehe ich dem General natürlich recht, dass wenn wir sozusagen tatsächlich mittelfristig, langfristig weiterdenken, dann auch diese Frage beantworten müssten. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hatte hier eine zweite Frage gesehen. Ja, mein Name ist Thomas Weise von der Rheinmetall AG in Düsseldorf, vertrete allerdings auch die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Bonn, Berlin und Brüssel im Bereich Forschung, Technologie und Zukunftsinnovation. Ich habe einen Frage-Kommentar an sich an das gesamte Gremium. Wir haben ja heute
viel gelernt über die Dokumente, unter anderem, die wir am 7.6. dann von der Kommission veröffentlicht bekommen haben. Neben dem Reflexionspapier sind ja jetzt auch alle die Dokumente dabei, die uns ein Bild geben, wie sich die Europäische Kommission jetzt die Ausführung des Verteidigungsfonds vorstellt. Und wir haben von der Ministerin heute ja auch erfahren, dass jetzt die Aktivitäten sofort losgehen, diese Vorschläge auch mit Inhalt und Themen zu befüllen, unter anderem jetzt die anstehenden deutsch-französischen Regierungskonsultationen. Wir beschäftigen uns in Brüssel mit der Vorbereitung dieser Papiere auch von Seiten der Industrie ja jetzt seit einigen Jahren. Von daher war viel, was dem veröffentlicht wurde, jetzt auch nicht für uns nicht überraschend. Aber die Frage, die sich stellt und die sich jetzt auch gerade in den letzten Wochen in den Gremien, in denen ich bin, in Brüssel stellt, ist auch nicht die folgende. Ob es vor dem Hintergrund dieser europäischen Konsolidierungsprozesse, die ja die Kommission jetzt auch vorstellt und vorschlägt, richtig ist, dass wir immer wieder die Zusammenarbeit mit Frankreich derartig in den Vordergrund stellen. Die Ministerin hat uns unterrichtet, dass jetzt bis zum 13. Juli wieder Konsolidierungsgespräche mit Frankreich stattfinden, um die ersten Vorschläge zu machen. Wenn Sie auf die Arbeitsebene gucken, wo wir uns wöchentlich in Brüssel mit all unseren Kollegen im europäischen Umfeld auseinandersetzen und auch in die Erfahrungen der anderen Mitgliedstaaten gucken, dann ist die Zusammenarbeit mit unseren französischen Freunden auf der Arbeitsebene neben den englischen an sich immer die schwierigste. Wir wissen alle, die wir dort tätig sind, dass Frankreich grundsätzlich auch auf dem europäischen Verteidigungsparkett im Wesentlichen seine nationalen strategischen Interessen verfolgt. Und dies sowohl im politischen als auch im industriellen Umfeld. Mit solchen Themen durfte ich mich in den letzten zwei Wochen in Brüssel gerade wieder auseinandersetzen. Die Frage, die ich mit den Kameraden meiner anderen Mitgliedstaaten habe, ist eigentlich die, auch von unserer deutschen Seite, müssen wir uns eigentlich nicht viel mehr und intensiver auch den anderen Mitgliedstaaten zuwenden. Ich denke da an Italien, wo wir uns vor zwei Wochen in Rom getroffen haben. Ich denke an unsere skandinavischen Freunde, ich denke insbesondere auch an unsere osteuropäischen Freunde, die neuen Mitgliedstaaten, deren, sagen wir mal, Bedarf und deren Interessen wir auch gerade jetzt in der Ausgestaltung des ersten Calls der Preparatory Action auch finanziell Rechnung getragen haben. Gerade von dort, und Herr Minister, Sie sprachen es an, dieses Thema neuer Kampfpanzer, wo wir so ein kleines Mikrovorhaben zusammen mit den Franzosen seit zwei Jahren betreiben. Gerade von dort erhalten wir sehr starke Signale für ein Interesse an einer sehr starken Zusammenarbeit mit Deutschland. Gerade auch bis dahin, dass auch von vielen dieser Partner, das uns natürlich interessiert, auch eine Führungsposition der deutschen Seite akzeptiert und vorgeschlagen wird. Aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir jetzt, und wir haben nicht mehr viel Zeit, denn das Defense Industry Development Programm mit 500 Millionen Euro Subvention beginnt bereits im Jahr 2019. Da soll es um, sagen wir mal, weitergehende Themen gehen im Bereich der Entwicklung zur Vorbereitung von gemeinsamen Rüstungsvorhaben ab im nächsten Finanzrahmen 2021, 2020 folgende. Und wer weiß, wie lange es dauert, alleine national neue Themen aufzusetzen, die wir im Bereich der Entwicklung haben, mit all den Papieren und all den Forderungen, die wir brauchen im Rahmen der nationalen Rüstungs- und Materialentstehungsprozesse, der weiß, dass wir sofort anfangen müssen und uns hier Gedanken machen müssen mit all unseren Partnern, welche Basisvorhaben müssen dieses sein. Und das Vorhaben, was Sie genannt haben, und da sind mir eigentlich alle Partner einig, ist eins der interessantesten Vorhaben, weil wir hier vor einem Aufgabenbereich stehen mit einem sehr, sehr großen Finanzumfang, den sich auch zwei Nationen gar nicht leisten können, was aus meiner Sicht und der Sicht anderer meiner Partner ein hervorragendes Pilotvorhaben wäre, um dort bereits in der Preparatory Action, dann im Rüstungsprogramm, im Forschungsprogramm und im gesamten Verteidigungsfonds so ein Pilotvorhaben aufzusetzen. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war eine Frage, die sich an mehrere Teilnehmer des Panels richtete. Ich fange oben an. Möchten Sie darauf eingehen? Ja, vielleicht ganz kurz. Zunächst einmal haben Sie völlig recht, der Zeitrahmen, auch wenn ich für die Rüstung nicht federführend verantwortlich bin, aber der Zeitrahmen ist auch für den Militär nachvollziehbar kurz gesteckt. Das ist aber dem geschuldet, dass natürlich jetzt Handlungsbedarf besteht und niemand akzeptiert hätte, wenn jemand in Brüssel mit dem Papier gekommen wäre und wir werden im Jahre 2025 übrigens. Von daher war Handlungsbedarf und ich denke, die Kommission hat hier wirklich in erstaunlicher Art und Weise es geschafft, in einem verhältnismäßig in der laufenden mittelfristigen Finanzplanung 500 Millionen zur Verfügung zu stellen. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen,
Und das ist ein Incentive von 20%. Das heißt, Sie müssen immer noch eine Staatengruppe finden, die 80% drauflegt. Und dann schauen Sie sich mal die Verteidigungsplanungsprozesse an, wie weit die ausgereizt sind und wo Sie ohne weiteres innerhalb der Nationen noch einen Puffer finden, der am Ende dann nochmal 500 Millionen mal 5, also nochmal 2,5 Millionen obendrauf liegt in etwa. Ich habe mich wahrscheinlich etwas verrechnet, aber das ist die Größenordnung. Das ist schwierig. Also zu glauben, bis 2019 wirklich ganz neue Projekte aufzulegen, ist, glaube ich, eher unrealistisch. Von daher ist der Ansatz, den Sie selber formuliert haben, durchaus zielführender, nämlich über den vermeintlich kleineren Titel zu gehen und sich zu fragen, welche Projekte legen wir heute im Kleinen an, um dann nachher, wenn dieses Instrument sich bewährt und dann auch mit mehr Geld versehen werden kann, dass es dann realisiert werden kann. Also von daher, glaube ich, darf man sich von den 500 Millionen nicht blenden lassen. Man sollte in der Tat den Weg verfolgen, das evolutionär aufzusetzen, weil wir alle über die Zeitabläufe der Rüstungsbeschaffung und Planungsprozesse Bescheid wissen. Minister, you want to weigh in? You want to weigh in? Or? Well, thank you. I mean, the defense fund, there are two windows, yes, research and development and capabilities. But I mean, defense fund for the foreseeable future is not going to be a solution for joint acquisitions, frankly, because it's a run for a longer term. It's like about 10 years ahead. Because I mean, research and development if you start with research and development, what you can get in 2 years. I mean, you will have something for buying maybe in 10 years' time. And the capability window is about funding prototypes. I mean, how far or how quick is the run from prototype to buying it for the army? So it's not about 1 or 2 years, I would guess. You know, we understand the effort through European Defense Fund to somehow motivate the states to invest in the defense, frankly speaking, by having a mechanism of co-financing. So motivation for the governments so that they are doing what they should be doing in their own interest. So we are back in a debate how to somehow push the European governments to do more and to do what they should be doing. Frankly speaking, the whole talk about, I mean, assault rifles, or I don't care how many assault rifles we have in the European Union. If there is a standardized, parameters, I mean, I can have 15. Why not have 15? You need security of supply. I mean, what's problem for me is missile defense. That's a project for all Europeans we need. Strategic airlift. Air-to-air refueling, strategic intelligence assets, satellites. So I don't care how many armored personnel carriers we have in Europe. I mean, competition will select the best one. In the end, it's about 2 or 3. You look at the helicopters, how many attack helicopters? It's about 2 or 3. Why not? So I'm not so... From my personal point of view, the debate that we are inefficient is somehow tied to the debate that somehow we can outsmart the situation and spend less than we should be spending. And I mean, it's but this connection is a nonsense from my point of view. I mean, if you have four infantry fighting vehicles in Europe and we are just exactly in a situation and we are basically selecting, you will spend roughly the same money if you buy this or that. You are not going to spend less because you need to buy a certain number of those infantry fighting vehicles. And if they are standardized, and we have standards in NATO and in the European Union, then it works. The problem is if it's not standardized. That's why we are replacing Soviet origin weaponry.
So, but in this debate, I mean, I lack the focus on strategic things. We have to, I mean, we can as Czechs buy satellites or strategic airlift. We need partners for the missile defense. We need partners for this because we need European part of missile defense. That's for sure. And European Defense Fund in the first is not going to solve this problem. Because as I said, it's research and development and prototypes. So result from this will be in 8-10 years time. On the other hand, there is cooperation in Europe, which is fantastic from my point of view. And from that point of view, Czech Republic is in Stone Age when it comes to the cooperation in armament, multinational cooperation in Europe. And that's OCCAR. It works. From my point of view, it works for nations who are in OCCAR. I see the effort in European Union now somehow widen this cooperation in OCCAR to all European Union members. From my point of view, it's good. It's good because OCCAR proved, nations in OCCAR, they proved it works. And we will try to join the effort. So that's the reaction. Thank you. Thank you. Two points. Disclaimer: I don't oversee the acquisition at the Ministry of Defense. I oversee defense policy and planning. So from that perspective, indeed, we have endorsed the new next generation tank as a project to be introduced to our armed forces by the end of next decade. And we say clearly in this paper that we are very much interested in a multinational, preferably European, project. And so this is first. And I'm not sure whether we can. We could make it for the pilot projects of the EDF. Perhaps it would be a challenging perspective, but nonetheless, our government is interested in forging such a partnership. This is the first point. Second, just wanted to add 2 points on the interfering. I didn't understand from the translation, and I don't think that this concept should be a big problem in our defense cooperation. I just wanted to say that. Thank you. Herr Professor Kallis. Ja, vielleicht nur ganz kurz ergänzend. Der EDF finanziert ja nicht nur Projekte zwischen zwei Mitgliedstaaten, sondern Minimum sind ja 3 Mitgliedstaaten, die teilnehmen. Das ist jedenfalls der Grundgedanke. Und ich weiß, das ist sicherlich nochmal zu präzisieren oder zu diskutieren, aber der Grundgedanke ist, und das ist sozusagen die Leitlinie, dass es mindestens 3 Mitgliedstaaten sind, dass es sich um grenzüberschreitende Projekte handelt. Ich glaube, es sind viele Elemente, die eben gerade sozusagen über mehrere Mitgliedstaaten sich erstreckende Zusammenarbeit favorisieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Und ich würde auch sagen, es besteht die Hoffnung, das war ja auch von der Ministerin angesprochen worden, dass in diesem Rahmen, in dem Lücken in den Mitgliedstaaten identifiziert werden, man kann das vielleicht auch so als europäisches Semester für Verteidigung bezeichnen, in Analogie zu dem berühmten europäischen Semester, was wir im Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion haben, dass wir dort eben Defizite identifizieren und eben sagen, in bestimmten Mitgliedstaaten müsste jetzt im Bereich der Verteidigung das und das gemacht werden. Damit stärken wir die Interoperabilität möglicherweise. Und gleichzeitig bringen wir Mitgliedstaaten zusammen, können Brücken bauen für gemeinsame Projekte. Ich will aber nochmal betonen, die Kommission sitzt natürlich hier nicht im Fahrersitz, sondern das sind immer wieder auch die Mitgliedstaaten, die dann, und deswegen wäre so ein Verteidigungsministerrat sicher sinnvoll und diese Prioritäten durch den Europäischen Rat, durch die Staats- und Regierungschefs für jedes Jahr
die hier eben sozusagen eine Struktur, einen Rahmen schaffen würden, der eben all das, worüber wir hier diskutieren, ermöglicht, damit es eben ein gemeinsames Bild gibt und nicht mehr nur diese verschiedenen Einzelaspekte. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, die vor uns liegt. Ich sehe das auch in der Debatte, wie jetzt hier alles ineinander greift und miteinander verbunden werden muss. Vielen herzlichen Dank. Ich hatte hier noch eine letzte Frage gesehen, da drüben auch noch eine, aber ich glaube, wir haben noch 2 Minuten. Ich glaube, wir können das vielleicht noch auf 5, 6 Minuten ausweiten. Also bitte ich, sehr kurz zu fragen und möglichst innerhalb von 1 Minute. Vielen Dank. Ulrich Bernhard, ich vertrete einen deutschen Mittelständler und möchte gerne bei dem Bereich des Beschaffungswesens bleiben. Welche Chance sehen Sie, auch das Beschaffungswesen in seiner operativen Ausprägung zu europäisieren? Wir haben ja mit der EDA und NSPA da schon Ansätze. Wir erleben aber auf der anderen Seite, zumindest in Deutschland, dass sich das nationale Beschaffungswesen unter dem Eindruck europäischer Randbedingungen eher verkompliziert und das überproportional gefährlich für den Mittelstand ist. Gleichzeitig böte ein einfaches europäisches Beschaffungswesen auch hervorragende Kooperationen, zum Beispiel zwischen deutschen Mittelständlern, deutschen Systemhäusern und zum Beispiel den Kollegen aus der Tschechei und Polen. Das wäre eigentlich eine Chance, auch einen neuen Ansatz zu finden oder ein neues Momentum in dieses sehr kritische Thema zu bringen. Da interessiert mich Ihre Meinung. Vielen Dank. Da eine allerletzte, ganz kurze Frage bitte. Franz Berger. Wir hatten anfangs im Bereich des Panels von mehreren Vortragenden gehört, dass Vertrauen, Vertrauensbildung ganz wichtig ist, wenn wir hier auf diesem Weg fortschreiten sollen. Bedauerlicherweise war das nicht von der deutschen politischen Ebene gekommen, sondern von anderen. Die Frage lautet nun, gibt es überhaupt Wege, wie man europaweit Vertrauensbildung fördern kann, sodass in der Zukunft dieser europäische Weg tatsächlich erfolgversprechend begangen werden kann? Herr Hahn. Ich würde gerne das Letztere aufgreifen, Herr Berger, zum Thema Vertrauen. Vertrauen kann man eben nicht vorschreiben. Und das ist genau das, was der niederländische Kollege auch zu Recht beschrieben hat. Sondern Vertrauen entsteht dadurch, dass man erfolgreich Dinge miteinander tut. Und das lernt, miteinander zu tun und entsprechend sich daraus aus dem Erfolg oder auch aus dem auch im Zweifel auch aus dem Misserfolg eben entsprechendes Vertrauen entwickelt. Deswegen glaube ich insgesamt, wenn wir über das ganze Thema Kooperation sprechen, gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik sprechen, ist es wichtig, dass wir weniger auf der Makroebene diskutieren und in der Theorie bleiben, sondern tatsächlich, und das passiert ja jetzt und das ist das Erfreuliche, dass wir tatsächlich Dinge in der Praxis umsetzen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn Sie das europäische Air Transport Command anschauen in Eindhoven, habe ich neulich besucht, das ist ein tolles Projekt von Kooperation, wo unglaubliches Vertrauen da ist. Die Bundeswehr hat keine nationale Organisation mehr der militärischen Transportorganisation Logistik, sondern das wird nur noch dort gemacht. Im Übrigen, wenn man das auch mal als gutes Beispiel sagen darf, man sieht auch an dem Beispiel, was tatsächlich Ressourcen gespart werden. Also es wären etwa 10 Millionen Euro allein Kosten für die deutsche Seite gespart, dadurch, dass wir das mit 6 anderen Partnern dort gemeinsam organisieren. Also deswegen
Vertrauen kann man nicht verordnen, sondern Vertrauen muss entstehen und kann nur entstehen, wenn man sich tatsächlich traut, Dinge miteinander zu tun, entsprechend offen ist, entsprechend transparent miteinander umgeht und fair. Und ich glaube, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg. Vielen Dank, Herr Hahn. Herr General von der Voet. Ja, das Thema Vertrauen. Es ist einfacher, zu zweit oder zu dritt Vertrauen zu bauen, dann zu 27. Und zum Beispiel Deutschland, die Niederlande und Norwegen haben sich verpflichtet, für das VEGF in 2019, 2023 und 2027 das zusammen aufzubauen. Dann kann man innerhalb drei NATO-Länder das zusammen machen. Es wäre denkbar, dass auf andere Themen man sucht nach drei, vier vielleicht Länder, die ein kleines Thema zusammen machen und das probieren, das weiter auszubauen. Das ist viele Mal einfacher. Und wenn man so viele Verbände hat, überall, dann hat man einen Verband mit Deutschland, Norwegen und den Niederlanden. Und vielleicht ist die Niederlande auch beteiligt in ein anderes Verband mit Belgien und Frankreich. Und so bekommt man einen kleinen Nukleus, wo man das weiter ausbauen kann. Ich glaube, das wäre viele Male einfacher, als zu probieren, 27 oder 23 Länder am Anfang schon auf demselben Zettel zu bekommen. Das kann ich nur sagen. Und alles, was danach kommt, ist den politischen Bereich, und da bin ich nicht federführend. Bedankt, Herr General. Herr Professor Kalis. Ja, vielleicht zu dem Thema Beschaffung. Natürlich ist auch, und das wird im Reflexionspapier auch thematisiert, ein funktionierender Verteidigungsmarkt, also ein Binnenmarkt für Verteidigungsgüter, wichtig. Es gibt ja hier insoweit zwei Richtlinien über die Beschaffung und Verbringung von Verteidigungsgütern, die vielleicht noch deren Anwendung, sagen wir mal, verbessert werden könnte. Das wird im Reflexionspapier auch adressiert. Das liegt allerdings auch in der Hand der Mitgliedstaaten. Es kommt, und das kann immer wieder nur betont werden, wirklich insoweit auch auf den politischen Willen der Mitgliedstaaten an, das zu ermöglichen. Vielleicht noch ein Aspekt insoweit aus dem Papier zum Europäischen Verteidigungsfonds. Hier wird ja eben auch gerade ein bestimmter Anteil an Projekten, ich sage es jetzt mal sehr allgemein, den mittleren, kleinen und mittleren Unternehmen vorbehalten. Also die sollen eben hier auch eine besondere Rolle spielen und damit soll diese Herausforderung auch adressiert werden. Ja, das Thema wird jedenfalls gesehen. Ja, aber das muss man sehen. Das Vertrauen, das ist vielleicht nochmal der ein Aspekt, ist, glaube ich schon, das ist ein Aspekt, der noch nicht genannt wurde, entsteht auch über Institutionen. Und ich glaube, dass die haben auch ihren Wert. Und manchmal hat auch in vielen Bereichen, ob das für die Verteidigungspolitik in diesem Sinne gilt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Das könnte man noch mal diskutieren. Aber jedenfalls in vielen anderen Bereichen der Europäischen Union spielt das Recht auch eine wichtige vertrauensbildende Basis, weil das Recht mir eben Verlässlichkeit im Umgang mit den Partnern gibt. In der Verteidigungsunion bedeutet es eben, das heißt, man hält sich auch an die beschlossenen Regeln. Vielen herzlichen Dank. Szanowny Panie Ministrze, bardzo krótko. Two issues, procurement and trust. On procurement, just want to say that I think for the time being it will stay the matter of choice for member states, I mean the procurement through the EDA, and it should be for the time being. However, I mean Poland supports the balanced development of the European defense industrial base, and that should be included in the procurement principles. Or projects like the EDAP or the EDF, and that balance refers both to geography and to the vertical sort of development of the defense industries. So both primes and SMEs, absolutely. And trust. Trust is something that takes time to develop naturally. And as I mentioned earlier, it's much more difficult to develop trust when you have to operate in very sensitive environment, namely high intensity warfare. So it's good to start from projects like support capabilities, I mean transport, medical command that was mentioned by Minister von der Leyen, and other issues like that. Nonetheless, I think that we are currently at a much better place when it comes to trust than it was the case 20, 30 or 70 years ago. So the perspective is positive. Thank you.
Thanks a lot. The Minister, do you want to weigh in? Or? Herr General, das Schlusswort. Ja, vielleicht ganz kurz drei Punkte zum Beschaffungswesen. Der erste Punkt, ich verstehe Ihren Wunsch, selbstverständlich. Als Mittelständler tun sich leichter mit einer europäischen Beschaffungsagentur, die über auch entsprechende Haushaltsmittel verfügt und als einziger Ansprechpartner nach einem verlässlichen Regelwerk arbeitet, sodass es da nicht immer wieder Hiccups gibt in der Frage europäische Ausschreibung, ja, nein, nationale Interessen etc. Das setzt zweitens eine Reihe von Dingen voraus. Erstens müssen Sie diesem Beschaffungsamt oder wie auch immer das heißt, eine Menge Geld in die Hand geben. Das wird ohne Institutionen nicht funktionieren. Das wird ja auch jemand kontrollieren müssen. Das heißt, ohne weitergehende Entscheidungen zu PESCO ist es, denke ich mal, schon vom institutionellen Rahmen her kaum vorstellbar. Darüber hinaus gibt es durchaus Chancen, wenn PESCO so kommt, wie die Frau Ministerin das beschrieben hat, und darunter die Projekte kommen, dann glaube ich, wird es Projekte geben mit einem erheblichen Finanzvolumen, die dann wiederum gemeinsam europäisch ausgeschrieben werden, in einem bestimmten Rahmen, aber nicht generell für alle Verteidigungsgüter, sondern für bestimmte Projekte. Und dann, das ist zumindest unsere Vorstellung, muss man sich eine Organisation, eine Agentur suchen, die dann diese Beschaffung durchführt. Das können durchaus bestehende Institutionen sein. OCCA ist schon genannt worden, warum nicht auch die NSPA, vielleicht auch andere Agenturen, aber es wird nicht eine generelle zentrale Beschaffung geben, sondern allenfalls eine am Projekt orientierte und dann gezielt durch die Rahmennationen auch begleitete und überwachte Vergabe. Das kann ich mir vorstellen, alles andere sicherlich eher nicht im Moment. Sehr geehrter Herr General, sehr geehrte Minister, sehr geehrte Panelisten, vielen herzlichen Dank für, glaube ich, diese sehr guten Beiträge, sowohl im Input als auch dann in der Diskussion. Ich möchte die Diskussion nicht zusammenfassen, denn das ist nicht meine Aufgabe, sondern die Aufgabe von Herrn Otte, aber vielleicht nur ein einziger Punkt. Die Ministerin hat das Momentum erwähnt, was sie sieht in dieser aktuellen Diskussion. Ich glaube, das hat das Panel gezeigt, dass diese Diskussion tatsächlich eine andere ist, als sie vor einigen Jahren noch war. Und ich glaube, dieses Momentum sah man auch in den Beiträgen der Panelisten. Vielen herzlichen Dank, Herr Otte. Ja, und dieses Momentum haben wir, glaube ich, heute gemeinsam genutzt. Nach der Einführung von Herrn Dr. Franz Josef Jung hat unsere Verteidigungsministerin, Frau Dr. Ursula von der Leyen, deutlich gemacht, dass wir neben einem gemeinsamen europäischen Kommando, neben PESCO, neben einem EU-Verteidigungsfonds und CART diese Chance gemeinsam nutzen müssen. Dafür ist es notwendig, so sagte mein Kollege Florian Hahn, dass wir eine strategische Neuausrichtung auf allen Ebenen brauchen, ergänzt durch Herrn General Wirmann, der sagte, wir brauchen für the new animal in the zoo auch Strukturen und Führung. Das bedeutet auch, sagte Staatssekretär Schatkowski, dass wir auf die NATO setzen, aber zusätzlich stärker auf die EU und wir hier auch einen 360-Grad-Winkel brauchen. Minister Kosztowaj sagte, dass wir glaubwürdig sein müssen, wenn wir die EU als Pfeiler in der NATO ausbauen müssen und dass dies nicht geht, ohne dass wir zusätzlich Geld in die Hand nehmen. Das heißt, es muss uns auch etwas wert sein. Und Herr Professor Kallis, Sie sagten, dass nicht nur Interoperabilität im Vordergrund steht, sondern auch effiziente Strukturen und dass wir dafür mit der globalen Strategie anfangen müssen, aber auch äußere und innere Sicherheit zusammen sehen müssen. Am Ende, so sagte General van der Voort, geht es darum, Vertrauen und Herz zu fassen, einfach zu machen, anzufangen, bottom-up, dort, wo es geht. Und da ist die deutsch-niederländische Kooperation und Integration ein leuchtendes Beispiel. Dieses wollen wir voranschreiten mit unseren italienischen Freunden, mit unseren französischen Freunden beispielsweise. Denn die Herausforderungen können nicht national, sondern sie müssen gemeinsam angegangen werden. Denn Konflikte gilt es dort zu entschärfen, bevor die Konsequenzen zu uns kommen. Und hier wächst Globalität und Regionalität immer stärker zusammen. Ob dies mit einem Weißbuchprozess notwendig und vorangebracht werden kann oder ob wir sagen, wir brauchen einfach eine bessere Koordinierung zwischen Außenpolitik und Verteidigungspolitik. Am Ende ist es unsere Verantwortung, unsere gemeinsame Zukunft gemeinsam anzugehen. Und ich glaube, dies gelingt gemeinsam besser, auch mit einer europäischen Verteidigungsunion für Frieden und Freiheit in Europa. Die heutige Veranstaltung hat gezeigt, dass es richtig ist, den Bottom-up
Ansatz zu nutzen, Insel der Kooperation stärker zusammenzuführen mit PESCO, um diesen Rahmen verteidigungspolitisch, auch industriepolitisch weiter zu gestalten, ohne dass der Wettbewerb aufgegeben wird. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich einmal bei den Teilnehmern heute hier, insbesondere bei Herrn Minister Kosztowal, bei Herrn Staatssekretär Schatkowski, bei Herrn General Wirmann, bei Herrn General van de Voort, bei Herrn Professor Kallis und bei meinem Kollegen Florian Hahn für das heutige Panel und bei Ihnen, lieber Herr Winczek, für die tolle Moderation dieser Veranstaltung. Ihnen ein herzliches Dankeschön. Ich danke den Übersetzerinnen für ihre außerordentlich gute Arbeit und ich danke vor allem Herrn Dr. Franz Josef Jung, dass wir hier heute im Fraktionssaal diese Veranstaltung durchführen konnten. Und neben der Begrüßung und der Einführung bedanke ich mich für 12 Jahre tolle Zusammenarbeit, vertrauensvolle, freundschaftliche Zusammenarbeit. Unser Fraktionsvizevorsitzender und ehemaliger Verteidigungsminister kandidiert nicht wieder für den Deutschen Bundestag, kann auf 12 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Und der Begriff vernetzte Zusammenarbeit, Comprehensive Approach, wird immer mit dir im Zusammenhang bleiben. Den hast du geprägt. Herzlichen Dank, lieber Franz Josef. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für Ihr Interesse, für Ihren Beitrag. Draußen stehen Getränke noch und Snacks zur Verfügung. Lassen Sie uns gemeinsam diese Idee europäischer Zukunft, europäischer Politik angehen, dieses gestalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute für eine gemeinsame, friedliche Zukunft. Herzlichen Dank.